Und ich habe ihm das dann alles lang und breit zurückgeschrieben und habe ihm gesagt, du, nicht die Meinung ist das Problem, sondern die Leute, die diese Kacheln produzieren, die dich wütend machen wollen. Und ich habe mich da bestimmt eine halbe Stunde mit beschäftigt und das Einzige, was von ihm zurückkam, war so ein Daumen nach oben. So. Hast du also Immerhin das kam er nach oben. Prim-Blümchen, das Immerhin Prim-Blümchen. Daumen nach oben. Immerhin kam einer nach oben. Aber Also ich habe auch im Bekanntenkreis Leute, die mühen sich seit 2 Jahren mit irgendwelchen Sandkastenfreundinnen und versuchen, die aus diesem Sumpf da rauszuholen. Und es wird immer, immer schlimmer. Da kommt kein Daumen mehr nach oben, sondern da kommt ja, aber und eine neue okay. Kachel. Einen wunderschönen guten Abend. Hier sehe ich die KollegInnen vom Ferngespräch, hier sehe ich euch, hier hört ihr mich draußen, hier hören mich die Leute vom Ferngespräch, hier sehe ich gleich den Chat, wenn ich dem iPad sage, es soll jetzt bitte kein Update machen. Und was ich noch sagen möchte ist, ich sage es jetzt nochmal vorher, ich weiß, es hilft eh nichts, aber ich sage es nochmal, ich habe immer noch einen verschleimten Hals und benutze darum einen Salzwasservernebler. Das sieht aus, als hätte ich ein ganz, also als würde ich, also Dinge rauchen. Das tue ich nicht. Wirklich nicht und aus Überzeugung nicht. Was ich tue, ist, ich verdampfe Salz. Genau. So ein Ding habe ich mir jetzt auch Ja, gekauft. siehst du? Ja? ich fürchte, ich heiße heute Felix Rohrbeck. Richtig, aber nicht mehr lange. Danke. Nichts gegen den Namen, aber. Nee, nee, also ja, danke schön. Super. Danke fürs mit aufpassen. Ich habe, du bist ja normalerweise immer oben und da habe ich jetzt einfach einen Fehler gemacht. So, jetzt passt es. Jetzt schaue ich noch ganz kurz auch mal, nachdem, wenn Lydia schon in den Stream schaut, dann will ich das auch mal kurz. Warte kurz, mal einmal kurz, ob da Bild und Ton ist. Als könnte ich das beurteilen ohne Brille. Warte, jetzt, warum muss ich jetzt eine Werbung sehen? Einmal mit Profis auf meinem eigenen Kanal eine fucking Werbung anschauen, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Tommy, war das wirklich nur Salz, was du da verdampft hast? Da kommst du nie drauf. So, jetzt, okay, wunderbar, hier sind wir. Ach, also wir reden heute über Pressefreiheit und haben deswegen einen Spezialgast. Und zwar den One and Only Felix Rohrbeck und da ist er. Hallo Felix. Moin. Moin. Direkt dorten ist Holm-Gero Hümmler. Hallo Holm. Einen wunderschönen guten Abend. Dann haben wir da Alexa und Alexander Waschgau. Wer hätte es gedacht? Guten Tag. Ach. Servus. Und vor der Greenscreen, die eine Bücherwand zeigt, Lydia Benecke. Nein. Hi. Es ist sowas von dermaßen echt. Und zu eurem persönlichen Bläsier möchte ich noch kurz etwas vorführen. Das ist nämlich wirklich lustig. Der Holm weiß es schon, weil er auch diesen Salzverdampfer hat. Man kann den sich vor die Fresse schnallen, damit man die Hände Was? frei hat. Ja. Und das ist vielleicht das Erniedrigendste und Dämlichste, was man sich selbst vorm Spiegel antun kann. Und weil ich euch so mag, zeige ich euch mal, wie das dann aussieht. Okay, spätestens jetzt alle, die das jetzt als Podcast hören, demnächst bei Huxilla, die sollen dann zukünftig lieber nochmal beim Fernsehspiel. Nein. Besser nicht. Besser nicht. Da schreibt jemand, wenn man Bane auf Wish bestellt. So, dann höre ich gerade, der Ton könnte etwas Lautstärke vertragen. Das ist gar kein Problem. Da, dem können wir problemlos entgegnen. Ta, ta, ta. Noch ein bisschen vielleicht sogar. 1, 2, 3, 4, 5. So müsste es eigentlich passen. Ja, Sophia ist immer noch nicht gesund. Es ist wirklich zum Kotzen mit dem Scheiß Covid. Geht uns so auf den Senkel. Sophia natürlich am allermeisten. Bei mir ist nur ein bisschen die Treppenperformance eingeschränkt und mein Hirn funktioniert nicht richtig, wie man merkt. Aber ansonsten, ja. Aber der armen Sophia geht es immer noch ziemlich beschissen. Das bedeutet, dass auch der Stream am Donnerstag ausfallen muss, leider. Genau. So. Das tut Sophia sehr, sehr leid. Ich soll alle schön grüßen, hat sie mir heute noch gesagt. Aber wir haben heute ein bisschen hin und her geschrieben und 2 Stunden Live-Sendung sitzen noch nicht drin. Scheiß Covid.
aber nicht scheiß Felix Rohrbeck, sondern toller Felix Rohrbeck. Felix, du, das muss man, finde ich, immer wieder einmal und gerne auch mehrfach erwähnen, du warst einer der JournalistInnen, die den Cum-Ex-Skandal aufgedeckt haben. Das ist so krass. Es hat mich 5 Jahre meines Lebens gekostet. Was heißt gekostet? Also wirklich gekostet im Sinne von, das war Stress, das war furchtbar, ich will das nie wieder erleben? Oder? Ja, ich würde sagen so Hassliebe. Also es war Hassliebe. Man kann nicht aufhören, so, man muss irgendwie weitermachen, weil es wird immer größer. Und am Anfang denkt man, na, das waren vielleicht so 1-2 Banken, die da mitgemischt haben. Und dann merkt man, nee, es waren eigentlich alle. Und es wird immer größer und größer. Krass. Und dann kann man ja nicht irgendwann sagen, so mittendrin, jetzt lasse ich es mal sein. Und gleichzeitig ist es einfach furchtbar. Es sind hochkomplexe Steuergeschäfte und es ist nicht unbedingt das, womit man sich jetzt so, womit man morgens aufsteht und denkt, geil, heute mache ich mal wieder Cum-Ex, so yay. Hier kommt im Chat tatsächlich auch völlig berechtigt die Frage, was ist denn ein Cum-Ex? Ist das was Ekelhaftes? Hat das was mit Porno zu tun? Bist du in der Lage, das ganz, ganz kurz zu erklären oder willst du lieber auf eine Internetseite verweisen? Nee, das schaffe ich, glaube ich. Da, also Cum-Ex ist der größte Steuerraub aller Zeiten. Und zwar funktioniert das so, dass man eine Steuer einmal zahlt und man kriegt sie vom Staat doppelt zurück. Und zwar verwirrt man den Staat so, dass er das gar nicht checkt, dass er die Steuer doppelt zurückzahlt. Und so erbeutet man Milliarden, die eigentlich uns allen gehören. Das hast du schon mal für wen zusammengefasst, oder? Ja. Und hat man Milliarden erbeutet? Ja. Genau, es ist ja vorbei, oder? Es ist, dem wurde Einhalt gebeten, oder? Dem wurde letztendlich Einhalt geboten, ja. Zum Glück. Aber es hat ungefähr 20 Jahre gedauert. Und ich erinnere mich beim letzten Mal, da habe ich so leichtfertig von Raub gesprochen, da hast du mich noch gebremst, weil da natürlich nicht die Sachlage so ganz klar war. Offensichtlich haben sich jetzt ja die, zumindest die Juristen schon mal etwas mehr festgelegt und ich glaube jetzt aktuell steht ja im Raum, dass das Geld eventuell sogar zurückgezahlt werden muss. Bin ich da richtig informiert? Das ist so. Ja, was gerade passiert ist, ist, das Bundesverfassungsgericht hat ein Urteil gesprochen und das ist wirklich ziemlich großartig, weil das hat gesagt, man kann auch dann noch Geld zurückfordern, wenn es eigentlich schon verjährt ist. Das ist ja immer so das Problem bei diesen ganz komplexen Straftaten, das dauert dann Jahre, sie aufzuarbeiten und wenn man soweit ist, dann ist es verjährt und man kann nichts mehr zurückfordern. Und das Verfassungsgericht hat jetzt gesagt, das gilt in dem Fall nicht, weil Gemeinwohl ist wichtiger. Und das bedeutet, der Staat hat jetzt viel mehr Zeit, sich das Geld zurückzuholen. Und überhaupt muss ich mal sagen, bei allem, man meckert ja immer so viel, wie schlimm alles ist und so. Und ich war auch ganz skeptisch, ob die Justiz am Ende das schaffen würde, diese ganzen Typen in den Knast zu bringen und das Geld wiederzuholen. Und man muss wirklich sagen, die machen da gerade einen richtig guten Job. Also auch die Warburg-Banker und so, die sich richtig fett bereichert haben, das ist hier so eine Privatbank in Hamburg, auch die landen wahrscheinlich im Knast. So. Nee. Und das hätte ich vor ein paar Jahren auch noch nicht gedacht. Also der Staat schlägt gerade doch ganz schön zurück. Das ist beeindruckend und gerade in heutigen Zeiten, also ein Ereignis, weil man so gewöhnt ist, oder ich zumindest bin so gewöhnt daran, dass ich dauernd schlechte Nachrichten in der Richtung kriege. Gut, es werden auch mehr schlechte bestimmt berichtet als gute, aber das ist echt toll. Was nicht so gut ist, ist heute ist Tag der Pressefreiheit und am Tag der Pressefreiheit wurde Deutschland herabgestuft von Platz, Alexa, von Platz, ich glaube unter den Top 10 auf Platz 16, kann das sein? Ich glaube, 13 auf 16. Ja. Achso, okay, wir waren nicht in der Top 10. Und zwar, unter anderem deswegen, weil die Querfunzeln, bei den Querfunzel-Demos und Co. Auf unsere JournalistInnen nicht gut genug aufgepasst wird von der Polizei. Das wurde als einer der Gründe genannt. Das ist nicht zu fassen. Gott, wie es mich stresst. Und auch Übergriffe der Polizei auf JournalistInnen oder dass die nicht arbeiten konnten. Mhm. Auch das hat es gegeben, das hat auch in dieses Rating-System mit hineingespielt. Ja. Und nein, das ist kein Polizeibashing, sondern das ist, Nö, das ist halt passiert. Das sind ja dokumentierte Fälle und nur darauf bezieht sich denn das Rating, ja. Ja, und Österreich ist runtergerasselt auf Platz, ich kann mir nichts merken. Platz, kann es irgendjemand schnell nachschauen, der einen Rechner offen hat? 31 oder so? Wegen dieser Anzeigengeschichte, weil man irgendwie, so wie ich das verstanden habe, in Österreich haben Parteien nicht Parteien, die Regierung, die Regierung genau, hat eigentlich Anzeigen geschaltet in allen möglichen Medien, ja. Was natürlich ja. Ja. Das ist sehr deprimierend. Aber wenn wir gerade bei deprimierend sind, Lydia,
Lydia, in dem Land, aus dem du einst kamst, in Polen, ist es um die Presse jetzt auch nicht so wahnsinnig wunderbar bestellt. Du hast in Vorbereitung zu diesem Stream dir tatsächlich Nachrichtensendungen angeschaut, was mir leid tut, wofür ich dir aber sehr dankbar bin, denn dann mussten wir es nicht tun. Wie geht's dir denn jetzt? Kannst du noch gerade Sätze sprechen? Ja, ich bin immer wieder schon irgendwie entsetzt, wenn ich das vergleiche mit den Standards, die ich an Medien habe. Also ich gucke jetzt immer mal wieder in die Nachrichten des polnischen Hauptsenders TVP und es ist also schon nicht subtil oder so in eine Richtung, sondern schon mehr eine einzige Werbesendung für die Partei, die sich auch Recht und Gerechtigkeit nennt, nämlich PiS. Und es ist wirklich eine einzige Werbesendung. So als Beispiel von heute, also beziehungsweise es war die Sendung von gestern, die ich heute sah, da ging es nochmal darum, wie viel mehr Geld jetzt alle haben dank der PiS. Das sollten die auch nicht vergessen, dass sie das Geld nur haben wegen denen. Das hatten wir ja schon mal in einer früheren Sendung, dass die halt einige Gelder locker gemacht haben und ein paar Verwandte von mir sagen, dass die Leute auch unter anderem deswegen die PiS wählen, weil sie dann zum Beispiel am Ende des Monats natürlich ein bisschen mehr Geld haben. Und jedes Mal in jeder Sendung, in die ich zufällig random reingeschaltet habe in den letzten Wochen, gab es einen Teil, der erklärt, warum Donald Tusk ein ganz, ganz böser Mensch ist. Und die haben nämlich ziemlich Angst vor ihm, weil man dazu sagen muss, dass das jemand ist, der halt schon für die PiS als ein wichtiger Vertreter der Opposition natürlich gilt, zu Recht. Und Tusk ist auch sehr EU-freundlich, die PiS bekanntlich eher nicht so. Und das ist schön, es ist subtil aber ausgedrückt. Aber ja, es ist unfassbar, dass man wirklich, ich weiß nicht, in wie vielen random Sendungen, in die ich reingeschaltet habe, jedes Mal ein Teil kam, warum Donald Tusk wieder mal böse ist. Und es wiederholen sich auch die Teile. Und dann werden böse Dinge über ihn gesagt, während er eingeschnitten wird mit alten Archivmaterialien, wie er gerade lacht. Also wie so ein dramaturgischer Bösewicht. Es ist schon irgendwie merkwürdig, sich vorzustellen, dass das die offiziellen öffentlich-rechtlichen Medien Polens sind. Also ja, man kann, also jeder, der Polnisch kann, schalte bitte mal ein. Und ich habe natürlich meine Familie gefragt, meine verschiedenen Verwandten, die alle, und die leben wirklich teilweise in unterschiedlichen Regionen und ich habe ja auch sehr unterschiedliche Familienzweige, die alle sagen, niemand guckt diesen Sender, der klar bei Verstand ist, weil alle wissen, das ist eine Piss-Dauer-Werbesendung. Aber er wird geguckt. Also ich meine, es scheint ja zu funktionieren. Wie ist das also dann? Die Menschen, die die wählen und die die cool finden, gucken den natürlich. Und ich meine, wenn man das glauben möchte, was die da die ganze Zeit sehen, dann ist das schon ein ziemlich einfaches Weltbild. Da wären wir wieder bei einfachen Weltbildern und Sicherheit und du wirst aufgewertet, andere werden abgewertet. Also meine subjektiven Eindrücke jetzt dessen, was ich in meinen zufälligen Einschaltungen der letzten Wochen und Monate immer wieder beobachte, aber es ist schon krass. Wie viele Leute, kann man das sagen oder weißt du das zufällig oder kann man es ja googeln, wie viele Leute gucken denn das dann? Ich weiß wirklich nicht, wie viele es gucken. Mhm. Aber das Problem ist halt, dass wir auch nicht wissen, wie viele Leute derjenigen, die diese Partei zum Beispiel wählen, wirklich alles glauben, was sie da sehen und auch aus Überzeugung auch wirklich hinter dieser Partei stehen und wie viele wirklich aus dem pragmatischen Grund, ja, ich habe jetzt ein bisschen mehr Kohle, die will ich behalten. Okay. Also ist natürlich ein bisschen schwierig, das herauszufinden. Polen übrigens, also ich habe gerade nachgeguckt, Österreich auf Platz 31, aktuell im Ranking, Polen dann auf Platz 66, also da ist dann schon mal ordentlich Luft dahinter. Interessant an Polen ist die Tatsache, dass Polen zumindest auf dem Blatt Papier noch eine unabhängige Medienlandschaft hat. Das heißt, da gibt es zumindest mal auf dem Papier noch unabhängige Medienorgane. Da nimmt aber auch die PiS inzwischen massiv Einfluss darauf oder behindert dann natürlich die Arbeit dieser unabhängigen Journalisten und auch Sender, egal ob es Radio oder Fernsehen ist. Eine andere Situation ist dann in Ungarn inzwischen erreicht. Die sind auf Platz, ich gucke nochmal, 85, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ja, Platz 85. Und da ist gerade der letzte unabhängige Radiosender abgeschaltet worden. Also da ist sozusagen so eine Entwicklung schon vollzogen worden, dass es gar keine unabhängigen Medien mehr gibt. Das heißt, da kann, also zumindest mal formal, was so die Medienarbeit angeht, kann da mehr berichten. In Polen gibt es das noch ein bisschen, aber die großen Sender sind halt gleichgeschaltet. Und wenn wir zurück auf Österreich nochmal gehen, Platz 31, auch da gibt es inzwischen ja Vorbehalte gegen die Unabhängigkeit des ORF. Also da machen sich die Menschen ja inzwischen auch Sorge,
die Einflussnahme der ÖVP oder dann eher noch der kurztreuen Vasallen ist ja zunehmend, auch was Besetzung von Ämtern, zum Teil, zumindest wird es gemunkelt, Besetzung von Sendungen, Redakteure, die dann ihren Job verlieren, weil sie nicht entsprechend unterwegs sind. Und was Österreich auch, oder wo Österreich ein Riesenproblem hat, was auch einen Einfluss auf das Ranking hat, ist, die Informationsfreiheit in Österreich wird massiv behindert. Das ist ja im Prinzip die Option, dass man zumindest bei öffentlichen Einrichtungen amtliche Bekanntmachung einsehen kann und auch einfordern kann, dass man die einsehen darf. Das ist eine Säule von Demokratie, dass Journalisten sagen können, amtliche Bekanntmachung möchte ich gerne alles transparent mir anschauen. Mhm. Das ist ein hohes Gut und auch das wird in Österreich seit Jahren behindert oder sogar noch mehr eingebremst. Und das sind natürlich so Entwicklungen, die höchst problematisch sind für die vierte Säule in einer Demokratie. Das ist nämlich die Presse erstmal. Und wenn die Presse natürlich behindert wird, dann kann sie nicht mehr kritisch berichten. Und dann kriegt man nur noch das, was man hören soll. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Man muss auch sagen, zu diesem Ranking, gut, dass du es angesprochen hast. Interessant ist nämlich, dass Polen da total weit gefallen ist. Also zu besten Zeiten waren die auch schon mal auf Platz 22 und das war interessanterweise, bevor die PiS-Alleinregierung ab 2015 am Start war und da kann man natürlich gewisse Effekte auch recht objektiv betrachten, ne? Also soweit dann in dem Ranking wieder runterzufallen und es ist ja auch, ihr müsst mal einfach, wenn ihr euch dafür interessiert, nochmal nachlesen zum Thema Repolonisierung der Medien, die auch so genannt wird. Repolonisierung? Ja, die Repolonisierung der Medien, genau, das könnt ihr sogar auf Deutsch, könnt ihr da einiges zu nachlesen. Make Poland great again. Ja, ja genau, der Westen raus aus den polnischen Medien oder westliche Einflüsse raus aus dem polnischen. Voll, die PiS hat nämlich sich eingesetzt dafür, dass eben polnische Medien im Besitz polnischer Eigentümer sein sollen und es war eine große Nummer, weil nämlich der eher PiS-kritische Sender TVN gehört zu Discovery und das war schon ein Angriff, kann man so werten, zumindest auf auch diesen Sender. Das wurde genau so auch sehr intensiv diskutiert. Und dann hatte ja auch dieser Ölkonzern Orlen, also 80% der Lokalpresse aufgekauft. Und der ist dann auch wieder sehr pissnah. Und man sieht schon einige Aspekte, die irgendwie dann das Gesamtbild sehr deutlich machen. Und die haben auch wirklich viele Leute ausgetauscht. Also ganz klar auch Redaktionen ausgetauscht und entsprechend pissfreundlich besetzt. Das ist also alles nachprüfbar und nicht geheim oder so. Pissfreundlich besetzt. Ich muss jedes Mal mich konzentrieren wegen der Doppeldeutung von Piss und Piss. Das ist wirklich schwierig. Aber ist ja nicht so unpassend. Man muss vielleicht zu dieser Rangliste noch dazu sagen, also Reporter ohne Grenzen hat jetzt heute auch erklärt, dass sie also vom letzten Jahr zu diesem Jahr die Bewertungsmethodik ihrer Rangliste geändert haben und dass man also die Rangveränderungen nicht so vergleichen kann, wie man das in den Vorjahren konnte. Aha. Okay. Wo halt die meisten Länder immer mal nur so ein oder zwei Plätze nach oben oder nach unten sind. Dieses Mal haben sie offensichtlich andere, eine andere Berechnungsmethodik verwendet. Noch eine Sache vorab, bevor wir jetzt so richtig loslegen. Es wurde tatsächlich gefragt, ob man nicht Pressefreiheit erstmal definieren sollte. Ich weiß nicht, wen ich da jetzt fragen soll. Oh, bitte nicht. Naja, wir haben ja den Herrn Journalisten. Felix lehnt sich so nach vorne, als wollte er was sagen. Genau, also, genau. Leg los. Ich habe ja aber Journalistik und Kommunikationswissenschaften studiert. Das tut mir sehr leid. Das war auch nicht so schön. Aber da lernt man tatsächlich, dass es eine interne und eine externe Pressefreiheit, ich glaube, so heißt das, oder innere und äußere Pressefreiheit nennt man das. Und unter der äußeren Pressefreiheit versteht man im Grunde, dass Medien unabhängig von äußeren Einflüssen berichten kann. Also, dass Angela Merkel nicht anrufen kann und sagen, jetzt schreibt ihr aber alle nur noch positiv über whatever. So, das ist die äußere Pressefreiheit. Okay. Und die innere Pressefreiheit ist, dass der Redakteur Felix Rohrbeck, wenn er bei der Zeit arbeitet, nicht von seinem Chef Giovanni Lorenzo gesagt bekommt, du schreibst jetzt aber nur noch in die und die Richtung, weil das ist Blattlinie und das will ich so. Also hat man sozusagen eine Art doppelte Pressefreiheit. Die Medien können das machen, was sie wollen und für richtig halten. Und innerhalb der Medien kann auch noch jeder Redakteur das schreiben, was er für richtig hält. Aber eine Zeitung, ein Sender, ein was auch immer, ein Redakteur, ein Chefredakteur oder wie auch immer, hat natürlich eine bestimmte
Haltung irgendwie und es sammeln sich um die Person, insbesondere natürlich bei einer Zeitung, auch die Leute drumherum, die ähnliche Haltung haben. Also ich sag mal, jemand, der nicht rechtslastig ist, sondern eher das Gegenteil, der wird wohl eher vielleicht, keine Ahnung, in Richtung Taz tendieren und sagen, also ich glaube, bei der Bild-Zeitung möchte ich eigentlich nicht anfangen und somit sammeln sich... Bei der Welt, wolltest du ja, sagen. Ja, bei der Welt wollte ich natürlich sagen. Ja, ja, also ja. Die Bild ist glaube ich, nicht so wirklich, die ist einfach immer erratisch. Die ist, gut, die ist halt über Boulevard. Ja, über Boulevard, okay. Genau, also ich wollte damit eigentlich nur sagen, dass natürlich gibt es Zeitungen, und das ist auch ein Vorteil, oder Medien im weitesten Sinne, die eher in die Richtung tendieren und andere, die in eine andere Richtung tendieren. Und das alles zusammen macht diese Kakophonie aus Meinung aus, die wir schätzen sollten. Es geht nicht darum, dass eine Zeitung, dass die Zeit, dass Felix Rohrbeck ausschließlich nur komplett objektiv, neutral auf Dinge draufschaut, das für und wider abwägt und gar keine Kommentare, keine Meinungsartikel, kein gar nichts schreiben darf. Dem ist nicht so. Nee, überhaupt nicht. Also das bedeutet natürlich, Felix Rohrbeck kann für oder gegen Sanktionen sein und das auch schreiben. So, und dann kann er seine Meinung auch ganz deutlich sagen. Genau. Und ich muss auch sagen, ich habe tatsächlich in meiner ganzen, wie viele Jahre sitzt er mittlerweile, dass ich Journalist bin? Naja, sagen wir mal 15 oder so. Mhm. Ich habe es nicht einmal erlebt, da wo ich war, dass jemand versucht hätte, mir zu sagen, nee, schreib mal lieber in eine andere Richtung oder sich schon vorher gewünscht hat, bitte schreib mal in die Richtung. Ich habe es wirklich nicht erlebt. Und ich habe es auch nie erlebt oder mitbekommen, dass irgendwelche Politiker oder auch nur Konzerne, ich spreche jetzt natürlich auch für die großen Qualitätsmedien, für die ich gearbeitet habe. Ne, wo natürlich, du hast ausschließlich für Qualitätsmedien gearbeitet, das ist uns völlig klar. Da, wo ich bin, ist automatisch ist Qualität. Das sieht auch der Laden gleich besser aus, das muss man mal einfach ganz klar so benennen. Ja. Nein, die Pflanzen sind auch grüner. Die Kantinen, Wahnsinn. Das war doch schon wieder eine politische Äußerung von dir. Entschuldigung. Da, wo du gearbeitet hast, Verzeihung, blöde Witze. Ich sag's nur deswegen dazu, weil ich auch in meinem Freundeskreis das immer wieder feststelle, dass die wirklich die Vorstellung haben, da kann jemand anrufen, irgendwie jemand aus der Politik oder ein Anzeigenkunde, und der sagt dann, wir hätten das aber lieber so und so. Oder wenn ihr das nicht schreibt, dann ziehen wir eine Anzeige weg und dann reagiert der Chefredakteur. Das passiert nicht, dass jemand sauer ist. Ich will jetzt schon gar nicht mehr pisst ist sagen. Es wird probiert. Es wird probiert, auf jeden Fall. Also natürlich rufen da Anzeigenkunden an und sagen, drohen, das habe ich auch selber miterlebt. Also das kann ich auch erzählen. Die Warburg Bank saß bei uns mit 8 Leuten. Davon waren, glaube ich, 6 Anwälte. Und die haben ganz latent damit gedroht. Also es war nicht besonders subtil, aber sie haben damit gedroht und haben gesagt, naja, sie würden ja auch gerade überlegen, mehr und mehr Anzeigen zu schalten und so. Und das sei ja jetzt auch eine schwierige Situation. Und auf die Art sagt man das halt. Natürlich sind das Versuche, die Pressefreiheit unter Druck zu setzen und einzuschränken. Aber also selbst alle, die da sozusagen vor der Zeit dabei waren, haben gesagt, Alter, fickt euch. So, das macht einen eher als Journalist dann richtig wütend und man sagt, jetzt erst recht nicht. Also ich habe es nie erlebt, dass das tatsächlich zum Erfolg geführt hätte und will damit nur sagen, das mag bei lokalen Zeitungen viel schwieriger sein, weil man da weniger Anzeigenkunden hat. Das heißt sozusagen, das gilt jetzt, nur weil ich das so erlebt habe, bestimmt nicht für ganz Deutschland. Ja. Aber ich will da nur nochmal eine Lanze brechen dafür, unter wie guten Bedingungen wir in Deutschland bisher Journalismus machen können. Wobei man natürlich auch mal sagen muss, gerade bei den lokalen Zeitungen hat sich natürlich dadurch was verschoben und das wird ja immer nur problematisiert, dass die lokalen Medienhäuser wesentlich größer geworden sind. Das heißt, die Chance, dass ein Anzeigenkunde da wirklich Druck auf eine Redaktion ausüben kann, ist natürlich deutlich kleiner, wenn da ein Verlag dahinter steht, der riesige Regionen abdeckt. Das hat alles seine Nachteile, aber an der Stelle wird... Achso, du meinst wie dieses Der Westen, wo ich immer noch nicht verstanden habe, was das eigentlich ist? Naja, die erscheinen halt nirgends unter Der Westen, ja. Ja, genau. Also außer online, aber ja. Genau. Ja, und aber du hast ja im Prinzip ist das ja so, dass du früher halt pro Landkreis irgendwie 2 oder 3 Lokalzeitungen hattest. Im Westen, im Osten war es schon immer ein bisschen konzentrierter und dass sich diese kleinen Verlagshäuser alle irgendwie nicht mehr gehalten haben. Und man jetzt so Konstrukte hat, wie jetzt hier rund um Frankfurt die Verlagsgruppe Rhein-Main, die als sich über eine Ausdehnung von, keine Ahnung, 100 Kilometer oder sowas, alle möglichen Lokalzeitungen zusammengekauft hat. Mhm. Und da hast du natürlich als Anzeigenkunde ist schon deutlich schwieriger, irgendwie Druck auszuüben. Ja.
Was schade ist, was jetzt so, was hier auch geschrieben wird, was Lokalkolorit angeht und lauter solche Dinge, gar keine Frage. Klar, ja, überhaupt keine Frage. Es ging jetzt rein nur um die Beeinflussbarkeit durch Anzeigenkunden. Wobei, da ist es ein Vorteil. Auf der anderen Seite wird das aber durchaus für die Pressefreiheit auch kritisch gesehen, wenn es eine Konzentrierung gibt. Verlierst Vielfalt und du hast halt mehr Entscheidungsgewalt am Ende in einer Hand. Und das ist natürlich auch ein Risiko. Das ist alles so gut. Also nehmen wir mal an, du hättest jetzt einen Verband Nord, Süd, West, Ost, die machen den Mantel in der Zeitung und innen drin darf dann jede Stadtredaktion mit zwei Leuten noch für jede Stadt was Eigenes schreiben. Aber das ist natürlich auch eine extreme Einflussnahme. Wenn da dann jemand hinkommt, der nicht mehr so interessiert ist an Demokratie und er sagt, jetzt will ich mal so ein bisschen Autokratie spielen, ist dann natürlich sofort mehr Einflussnahme möglich. Möglich. Als aber, wenn. Ob sie ausgeübt wird. Als so wie es jetzt ist. Ob sie ausgeübt wird, ist ja. Ich bin jetzt gerade bei Ländern, die sich entfernen von der Pressefreiheit. Okay. Also, das ist in Deutschland auch lange nicht der Fall, aber man kann es mit ein bisschen Sorge betrachten. Aber man muss auch schon sagen, dass der. Also, Reporter ohne Grenzen haben ja drei Gründe genannt, warum Deutschland von Platz 13 auf Platz 16 gefallen ist. Und der eine Grund waren sozusagen die Übergriffe auf Journalisten bei Demonstrationen, darüber haben wir schon gesprochen. Mhm. Der zweite Punkt war genau das, was du gerade gesagt hast, nämlich sozusagen, dass es weniger Meinungsvielfalt gibt, weil es weniger lokale Zeitungen gibt. Und der dritte Punkt war, glaube ich, dass Journalisten leichter überwacht werden können und dass auch das BKA zum Beispiel diese Pegasus-Software benutzt. Also das waren zusammengefasst die drei Gründe, warum Deutschland nur noch zufriedenstellend in Sachen Pressefreiheit ist. Ja. Alexa? Ich finde es vor dem Hintergrund dessen, was wir jetzt gerade diskutiert haben oder gesagt haben, wahnsinnig spannend, mal zu gucken, wie Populisten hier derzeit, also in Deutschland, argumentieren. Weil wir haben jetzt einmal gesagt, Deutschland ist, was Pressefreiheit angeht, auf Platz 16 abgerutscht. Wir haben einen Grund dafür, der heißt, die Vielfalt ist ein bisschen zurückgegangen. Wir haben nicht mehr ganz so viel Vielfalt. Und wenn jetzt jemand aus diesem Lager diese beiden im Kern wirklich Fakten nimmt, dann würde er sagen, seht ihr, genau das habe ich die ganze Zeit gesagt, es gibt keine Pressefreiheit mehr in Deutschland, man muss nur noch berichten, was von oben diktiert wird, die Vielfalt geht flöten, wir sind hier auf dem absteigenden Ast und da muss man halt, also das, ich finde diese Situation so paradox, dass wir das jetzt hier ganz sachlich und ja auch faktisch richtig diskutieren und man muss da ja auch wirklich kritisch drüber sprechen, das ist wahnsinnig wichtig, aber dass wir auf der anderen Seite eben ganz klar sagen müssen, dass diese Fakten auch ausgenutzt werden von Populisten, um ihr eigenes Narrativ zu verbreiten, eben genau, dass die Meinungsvielfalt nicht mehr gegeben ist in Deutschland und dass die Medien sowieso nur noch von so ein paar wenigen gesteuert werden und überhaupt ist George Soros an allem schuld und der steuert ja in Deutschland auch die Medien und so weiter und so fort. Und ich finde, es ist wahnsinnig spannend, eben genau das mal sachlich und kritisch zu diskutieren und eben auch mal wirklich die unangenehmen Wahrheiten dahinter sich anzugucken, ohne aber eben gleich in diese Narrative zu verfallen, die ich gerade genannt habe. Was gar nicht einfach ist, also mir fällt es als Verfechter im Gegensatz zu Holm, als Verfechter des öffentlichen Rundfunks, ja, also grinst er wieder und das zu Recht. Also ich finde das ja grundsätzlich gut, habe aber unfassbar viele Kritikpunkte an dem Laden, habe ja auch oft genug für die und mit ihnen gearbeitet und habe deswegen vielleicht sogar noch mehr Kritikpunkte und finde es trotzdem gut und kann mich trotzdem wieder aufregen, wenn irgendwelcher False Balance Bullshit beim MDR zuletzt, glaube ich, war es wieder, irgendwie daherkommt und Dinge über Impfen uninformiert oder ohne zusätzliche Info einfach rausgeballert werden. Das nervt mich unendlich und trotzdem bin ich froh, dass es ihn gibt und trotzdem rege ich mich auf über Hart aber Fair und diesen ganzen Sums und kann mich da unendlich und ganz wunderbar drüber aufregen und bin trotzdem froh, dass es diese Einrichtung gibt. Hier schreibt übrigens noch zu dem Thema davor Angus Höschen irgendetwas, das sehr klein geschrieben ist. Und zwar, wir mussten einmal eine Geschichte über verschimmelte Burger bei Burger King einstampfen, weil deren Chef drohte, die Werbung fürs laufende Jahr zurückzuziehen. Das war bei einer Lokalzeitung. Also, ich habe keinen Grund, Angus Höschen... Angus Höschen, witziges Wortspiel, genau. nicht zu glauben, das ist schon, wie man an dem Namen merkt, jemand... der genauso ernst zu nehmen ist wie wir alle. Aber, na, Schönen Gruß an der Stelle. Wir hatten kürzlich Kontakt mit ihm, außer sendungstechnisch. Ich will noch einen Punkt gerade machen.
Das, was du gerade gesagt hast, Alexa, da vermischt sich dann aber bei den Populisten auch etwas, das müssen wir vielleicht auch nochmal einmal sauber trennen und definieren, nämlich wir haben die Pressefreiheit und wir haben sowas wie eine Meinungsfreiheit. Mhm. Und wir müssen natürlich auch schauen, wo endet denn zum Beispiel die Pressefreiheit? Denn der Pressefreiheit sind ja durchaus auch Grenzen gesetzt, unter anderem dann, wenn etwas berichtet wird, was beleidigend ist, was Straftatbestand erfüllen würde. Wir haben Beschädigen des Andenkens Verstorbener, glaube ich. Also diese Holocaust-Nummer heißt ja juristisch eigentlich formal nochmal anders. Das ist ja alles nicht mehr durch Pressefreiheit gedeckt und auch eigentlich nicht durch Meinungsfreiheit. Und das Problem von Populisten ist ja, die ja dann immer sagen, es wird immer enger, die schreiben ja nur das, was die Politiker wollen. Und das, was ja wirklich passiert, Klammer auf, und dann sind genau diese Aspekte von Holocaust-Leugnung und meinetwegen Antisemitismus, alles, was so gibt, das wollen die ja gerne in den Medien lesen, bekommen sie nicht, und dann sagen sie, die sind ja alle gleichgeschaltet, also gibt es für mich nur noch eine Alternative, nämlich alternative Medien konsumieren, weil die schreiben dann das, was ich lesen möchte. Und das ist ja auch ein Problem, was wir haben, dass ja heute der Anspruch an Presse gestellt wird, also in jede Richtung sollen die ja bitte das berichten, was, von dem ich ja schon weiß, was die Wahrheit ist. Und die sollen ja bitte nicht unabhängig recherchieren und im Zweifelsfall versuchen, noch das, was real ist, zu berichten. Weil das, was real ist, will ich ja nicht lesen. Ich wollte gerade sagen, also deren Hauptproblem ist, glaube ich, eher, also was die hauptsächlich lesen wollen, ist einfach Falschtatsachen. Ja, Fake News. Was ganz wichtig, was uns zu dem Verbot von RT Deutsch, Sputnik und Co. bringt. Denn hier wurde schon vermehrt im Chat in verschiedenen Arten die Frage gestellt, ja, aber die sind doch auch, ist das dann nicht Verbot von Meinungsfreiheit? Ist das dann nicht Einschränkung der Pressefreiheit? Wie sieht denn mein Plenum das? Ist das Verbot von RT Deutsch eine Einschränkung der Pressefreiheit? Lass uns gerade noch das Grundgesetz zitieren. Eine Zensur findet nicht statt, steht bei uns im Grundgesetz nämlich auch drin. Dann kann man diesen Satz, der wird ja auch gerne zitiert. Nicht? Ja, also, aber RT Deutsch kann ich jetzt nicht mehr gucken, oder was? Naja, es ist ja auch ein, also in dem Moment, wo du Rundfunk betreibst, fällst du ja sozusagen unter nochmal eine besondere Aufsicht. Und das ist eine Sache, die ich durchaus auch schon sehr kritisch gesehen habe, dass also in Deutschland alles, was als Rundfunk deklariert werden kann, doch sehr viel stärker reguliert wird. Und in den 90er Jahren wurde heftigst darüber gestritten, ob jetzt jeder internetfähige Rechner eine Rundfunkanlage ist, die genehmigt werden muss. Also diese Diskussionen haben wir ja alle geführt. Ja. Cui Bonobo schreibt, Edit meiner vorigen Frage, laut Bericht von Reporter ohne Grenzen, kann ich jetzt nicht nachprüfen, führte das Verbot von RT Deutsch, also auch das Verbot von RT Deutsch zum Downranking. Könnt ihr das bitte einordnen? Ist das so? Das kann ich nicht beurteilen. Ich weiß aber, dass Reporter ohne Grenzen sehr wohl das Verbot von RT und Sputnik sehr kritisch bewertet haben. Auch weil sie gesagt haben in ihrer Argumentation seinerzeit, und das ist kein einfaches Thema, die Reichweite ist gar nicht so groß, als dass man jetzt Medien verbieten sollte. Wir können ja hier sagen, wir kooperieren heute bei der Folge wieder mit den jungen europäischen Föderalisten. Und die Vereinigten Europäischen Föderalisten, die UEF, haben ja sehr zu Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine bei der Invasion sofort gesagt, diese Medien müssen verboten werden, haben eine ganz klare Haltung bezogen, haben das auch sehr streitbar nach Brüssel getragen, sind dafür ja auch kritisiert worden. Am Ende hat man dem ja stattgegeben. Die Argumentation, die zum Verbot geführt hat, so wie ich es richtig verstanden habe, Felix, Entschuldigung, Alexander, ich mag zumindest in Bezug auf die deutsche Seite, von der EU-rechtlichen Seite bin ich mir da, weiß ich nicht, wie das einzustufen ist. Ich finde den Begriff Verbot auch gar nicht gut. Entzug der Sendelizenz, ne? Die schlichtweg keine Sendelizenz haben. Ja. Das ist eine andere Geschichte. Also, ja, hast recht. Naja, hast recht. Frau von der Leyen hat sich ja relativ deutlich geäußert, dass eben diese beiden Medien, um es mal möglichst neutral zu formulieren, nicht mehr in der Lage sein sollen, ihre giftigen Botschaften unter die Menschen zu bringen. Und ich finde, wir müssen ein Stückchen früher ansetzen, wenn wir das diskutieren wollen, nämlich bei der Frage, ist das, was die da betreiben, Journalismus oder ist es Propaganda? Das ist nämlich die Kernfrage. Wenn wir die klären, dann können wir, glaube ich, eher dazu was sagen, ob jetzt Propagandaorgane
in die Lage oder nicht mehr in die Lage versetzt werden sollen, eben ihre Propaganda zu betreiben, oder ob es eben Presseorgane sind, die da quasi verboten wurden, in Anführungsstrichen. Ja, aber ich meine, also Avocado Diaboli treibt sich ja bei uns eher im Chat rum, aber ich übernehme die Rolle jetzt mal. Wer will entscheiden, was Propaganda und was Presse ist? Also, und nach welchen Kriterien willst du das wirklich festmachen? Ach, ich glaube, die Lydia hat dann einen ganz guten Eindruck davon bekommen bei ihrer Fernsehsession. Ja, aus dem Bauch kann ich dir das auch sagen. Aber du musst es ja sozusagen gerichtsfest trennen, ja. Lydia, ja, wäre das deiner Meinung nach? Was man im Prinzip rechtlich macht, ist ja schlichtweg, dass man sagt, wer eine Sendelizenz haben will, muss staatsfern sein. Das ist RT Deutsch logischerweise nicht, wenn du vom Kreml bezahlt wirst. Aber also Lydia, ist dein Eindruck, ja, wenn du das nochmal Revue passieren lässt, was du da so lustig gesehen hast? Also es war natürlich nicht wirklich lustig, sondern das muss man, glaube ich, mit schwarzem Humor sehen, weil man es sonst gar nicht ertragen könnte, also ich zumindest. Aber tatsächlich, wenn man den Kontrast hat, das ist auch natürlich eine sehr subjektive Erfahrung jetzt und nicht jetzt nach strengen objektiven Kriterien, aber man merkt einfach, stell dir einfach vor, du weißt, wie ein Parteiwerbespot ist, und stell dir vor, genau das, was du von Parteiwerbespots kennst, ist der Inhalt einer Nachrichtensendung. So ungefähr so erlebe ich das. Auch mit dem schlechten Schauspiel. Ja, also nur halt mit sehr explizitem Dissen derjenigen, die halt die Alternative wären. Es ist halt wirklich nicht subtil, sondern eine ganz klare Haltung. Wir sind die Guten, da sind die Bösen. Und es ist das Narrativ in jeder einzelnen Sendung, die ich bisher gesehen habe. Also es ist mal mehr, Propaganda, mal weniger, aber immer wieder. Und eigentlich, also in dem Kontrast dazu, wenn du das einmal in dieser Heftigkeit, Konsequenz, finde ich, gesehen hast, mit meiner subjektiven Perspektive, wie ich das wahrgenommen habe, dann verstehst du wirklich, was nicht objektiver Journalismus oder auch nur im Entferntesten sowas Ähnliches ist. Nämlich das, was die Nachrichten da gerade sind. Okay. Ich bin ja eigentlich ganz dankbar, Holm, dass du da reingegrätscht hast und gesagt hast, die ist ja nicht verboten worden, sondern die Sendelizenz ist nicht genehmigt worden oder entzogen worden. Sie hatten nie eine. Genau, ist gar nicht genehmigt worden, der Prüfungsprozess. Nee, sie ist noch nicht mal beantragt worden. Haben Sie es gar nicht probiert? Nö. Trotzdem. Okay. Worauf ich hinaus wollte, war, dass umgedreht häufig als gesagt wird, Deutsche Welle dann in Russland, Deutsche Welle ist ja nicht staatsfern, das muss man ja sagen, sondern wird ja direkt durch Steuergelder finanziert, die Deutsche Welle. Da der Unterschied dort ist, dass die Mitarbeiter der Deutschen Welle in Russland, in Moskau, jetzt ein Arbeitsverbot bekommen haben. Und das ist dann wiederum etwas anderes. Die RT-Journalisten in Deutschland können weiter ihrer Arbeit nachgehen, die können Blog machen, die können schreiben, die können zu Veranstaltungen auch hingehen, daran werden sie ja nicht gehindert. Und sie können für RT in Russland arbeiten, berichten, und dort was berichten, klar. Genau, das können die Mitarbeiter der Deutschen Welle aktuell in Russland nicht mehr, die werden also nicht mehr zugelassen, die können zu keinen Pressekonferenzen gehen, die haben keinen Zugang mehr zu irgendwelchen Veranstaltungen. Das ist nochmal ein großer Unterschied, was dieses Thema RT angeht. Insofern bin ich dir da dankbar, dass du da nochmal darauf hingewiesen hast, Holm, weil das ist tatsächlich ein fundamentaler Unterschied, wenn man das Thema diskutiert. Und ich bin dem Daniel Tietze dankbar, denn der fragt in seiner liebenswerten Art, ist denn jeder Dödel, der mit drei Handys auf einer QD-Demo rumläuft und im Sinne der QDler berichtet und streamt, also Querdenker, ein Journalist? Ist der Presse? Wie wäre denn eine trennscharfe Definition? Was ist denn, wer ist denn das jetzt eigentlich, Presse? Also ich würde ja zum Beispiel sagen, dass wir mit dem Format, was wir machen, hier irgendwie eine Art von journalistischer Tätigkeit ausüben. Das wäre jetzt so meine Kindervorstellung. Auch wenn wir jetzt nicht direkt irgendwie Cum-Ex-Skandale aufarbeiten. Noch nicht. Kommt natürlich alles noch. Der nächste gehört uns. Aber ich würde mich nicht im Leben als Journalist bezeichnen, also nicht ansatzweise. Muss man das gelernt haben, Felix, und ist dann erst Journalist? Oder kann ich jetzt einfach sagen, ich bin Journalist, weil ich für das Nordfinster Mühler Käseblatt schreibe? Du kannst dich ab heute Journalist nennen, wenn du möchtest. Und ich weiß auch noch, dass mir das auch ganz komisch vorkam. Ich weiß, als ich das erste Mal versucht habe, einen Artikel zu verkaufen, habe ich bei der Taz angerufen und behauptet, ich wäre freier Journalist. Und ich hatte auch so das Gefühl, stimmt doch gar nicht, du hast doch noch nie irgendwas geschrieben. Aber es ist egal, es kann jeder sagen, er ist Journalist. Und das hat tatsächlich mit der Pressefreiheit zu tun.
Also man hat ganz bewusst sozusagen gesagt, nein, jeder kann Journalist sein und wir führen da kein System ein, was sagt, dafür musst du aber den und den Abschluss gemacht haben, damit der Staat das eben nicht regulieren kann, wer sich zu Wort melden darf. Ja. Also ist das eigentlich sozusagen ein Prinzip, das die Pressefreiheit stärken soll, aber manchmal habe ich Sorge, dass es im Moment die Pressefreiheit eher schwächt, weil sich jeder auf die Pressefreiheit berufen kann. Jetzt meinst du wieder mich gerade, ne? Nur dich. Bei dem ganzen Mist, den du da redest. Ist unfassbar. Genau. Jetzt schreibt der Leiter Querschnitt, schreibt einfach mal so ein Statement, ballert so ein Statement raus. Presse sollte neutral berichten. So. Ja, was ist denn neutral? Also ich habe das kürzlich gehabt, da haben wir über die Ukraine gesprochen in dieser journalistischen Sendung hier. Eigentlich ja auch Grimme-Preis verdächtig, muss man jetzt mal ehrlich sagen. Ja. Grimme-Preis für Journalismus. Ja, ja, aber der Felix kriegt es übrigens alle für Let's Flip abstimmen bei der Publikumsabstimmung vom Grimme-Preis online. Dringend. Genau. Reden wir nachher nochmal drüber. Super ausführlich nochmal. Aber da schrieb dann auch jemand, naja, ihr habt da sehr, sehr, sehr auf Russland eingehackt. Aber muss man denn nicht da auch immer bei so Konflikten auch mal beide Seiten betrachten? Ja, das wäre ja auch so ein Wunsch nach Neutralität oder nach einer neutraleren Berichterstattung. Dann habe ich beide Seiten betrachtet. Ja, richtig, den Aggressor und das und Land, das ich habe dann, und dann kam, glaube ich, noch so die Frage, man muss sich doch auch mal mit Putin auseinandersetzen. Und dann habe ich gefragt, wie hättest du das denn beim Zweiten Weltkrieg gerne gehabt? Also hätte man da auch ein bisschen neutraler auch mal fragen können, ob der Hitler vielleicht, ob der Joghurt morgen schlecht gewesen ist. Und dann hat er gesagt, komm, dann marschiere ich mal nach Polen rein. Also das hat ja eine Grenze, diese Neutralität. Und ich habe gerade eine Diskussion am Start auf unserer Homepage, ohne dass ich jetzt nur über uns rede, aber ich finde das ganz spannend, wo jemand sagt, die Presse soll im Fernsehen nicht sagen, dass dann Völkermord stattfindet, weil Völkermord ist das, was im Dritten Reich passiert ist, aber doch nicht, was in der Ukraine passiert. Also das ist ganz, ganz furchtbar, ganz, ganz schrecklich, glaube ich den Menschen auch. Aber der Begriff Völkermord, der soll von Journalisten nicht benutzt werden. Und dann habe ich ihm einfach nur geschrieben, hast du mal geschaut, was die Definition von Völkermord nach der UN-Konvention ist. Und dann ist dieser Begriff richtig. Und dann schrieb er zurück, ja, aber das wäre trotzdem dramatisierend, das wäre schon ein Urteil, was die Presse, und habe ich gesagt, also ich habe jetzt noch nicht geschafft zu antworten vor der Sendung, du willst aber hier auch nochmal, das ist neutral. Der Begriff Völkermord ist ein richtiger Begriff, wenn man nach UN-Konventionen, nach dem demokratischen Verständnis von Ländern, die Menschenrechte anerkennen, Dinge betrachtet, als Journalist in der Presse neutral, dann sagt man, da findet gerade ein Völkermord statt und das ist gar nicht wertend. Aber das ist auf jeden Fall jetzt in diesem speziellen Fall sehr spannend, weil es dann tatsächlich eine neutrale Definition, eine Betrachtung ist. Aber diese andauernde Forderung, interessanterweise oft, nicht immer, von einer bestimmten Klientel, die Presse soll gefälligst, in Anführungsstrichen, neutral berichten. Also mein Eindruck ist eher, die Presse möge doch bitte vielfältig berichten und ich kann mir dann ein Bild machen, oder ist das? Naja, also zunächst mal gehen diese Leute davon aus, dass es die eine Presse gibt, die eh alle das Gleiche schreibt und dass es sowas wie Vielfalt ja gar nicht gibt, weil die ganz gesamte Vielfalt der Presse sich innerhalb des demokratischen Spektrums bewegt und damit nicht bis zu diesen Leuten reicht. Das ist schön, die Presse bewegt sich innerhalb des demokratischen Spektrums und reicht deswegen in also ihrer Neutralität nicht bis ganz. Es gibt natürlich durchaus auch Presse außerhalb des demokratischen Spektrums, aber auch die reicht nicht bis zu jedem. Also. Ich verstehe, das hast du sehr schön gesagt. Ja. Nein, aber also grundsätzlich, also ich halte diesen Anspruch an Neutralität also für weder erfüllbar und auch gar nicht so wirklich wünschenswert, gerade vor dem Anspruch der Vielfalt. Was ich mir erhoffen würde, ist, dass jeder Journalist für sich so ein bisschen den Anspruch, also ein Streben nach Objektivität hat. Das ist aber was anderes als Neutralität. Mhm. Also sachlich richtig zu berichten, sollte schon was sein, was jeden motiviert und was einen auch meines Erachtens mehr motivieren sollte als irgendeine politische Mission, wenn man Journalist ist. Aber hat aber nichts damit zu tun, dass man sich irgendwie damit nicht davon lossagen könnte, Wertvorstellungen oder sowas zu haben, die natürlich in Journalismus immer einfließen. Warte, egal, ganz kurz, können wir das Neutralität und die Objektivität bitte mal nochmal, das finde ich einen sehr wichtigen Punkt und sehr spannend und da,
Da bewegt sich gerade was in meinem Hirn, aber noch zu wenig. Kannst du da mehr elaborieren dazu? Als nächstes möchte ich sagen, natürlich auch Objektivität ist etwas, was nicht erreichbar ist. Aber wo ich persönlich für mich sagen würde, ich finde das wünschenswert, dass man nicht aus einer rein subjektiven Art und Weise berichtet. Das kann ein Blogger machen, der sagt, ich schreibe hier meine Meinung. Das kann ich in einem Kommentar machen. Aber in dem Moment, wo ich für eine Meldung oder einen Bericht oder sowas schreibe, sollte ich nach einer gewissen Objektivität streben. Blogger können Kommentare schreiben, Journalistinnen können auch. Ja, natürlich, klar. Aber die sollten dann als Kommentare auch gekennzeichnet sein. Wenn ich meinen Blog schreibe, dann gehe ich davon aus, dass das jeder als Kommentar versteht. Also Neutralität wäre ja sozusagen was anderes, dass man sich einer Wertung enthält. Und sozusagen äquidistant zu allen Beteiligten ist. Und das ist dann nicht nur nicht erreichbar, sondern letztlich auch, also das Streben danach wäre letztlich auch nicht möglich. Ich muss da nochmal reingrätschen. Ja, mach mal. Du warst fertig, Holm, oder? Oder habe ich dich jetzt? Weil für mich Presse gar nicht neutral sein soll, sondern Journalisten sollen Dinge für mich einordnen. Dafür sind sie ja da, weil die dichter dran sind, weil die mehr Informationen haben als ich, weil das deren Beruf ist, Informationen zu sammeln. Das ist die Aufgabe eines Journalisten, der das als Beruf macht. Der fährt für mich nach Berlin zu Pressekonferenzen von Politikern. Der ist bei irgendwelchen Sitzungen unter Umständen mit dabei, die öffentlich sind, der hört sich das alles an. Das kann ich ja alles nicht machen. Und dann berichtet der das erstmal, da wird das und das gesagt. Und ein guter Journalist von einem Qualitätsmedium, der ordnet mir das dann auch noch ein. Was heißt denn das, was da gerade gesagt worden ist? So, und dann habe ich natürlich die Meinung am Ende eines solchen, oder die Einordnung, sage ich vielleicht mal besser, eines Journalisten gehabt. Und wenn mich ein Thema jetzt total interessiert, dann kann ich ja nicht nur eine Einordnung mir anschauen. Da muss ich auch mal in eine andere Zeitung reinschauen und vielleicht auch zwei oder drei. Und wer sich die Mühe macht, bei brennenden Themen mal in 3, 4 Zeitungen reinzuschauen, die über das gleiche Thema schreiben, da wird man sofort merken, dass es da nicht eine staatliche Linie gibt, die vorgegeben ist und dann müssen die das alle berichten, sondern man merkt sofort Nuancierung, man merkt Unterschiede, da werden andere Bezüge hergestellt. Jeder Journalist, jeder Redakteur ordnet es ein bisschen anders ein, weil das seine Aufgabe ist. Und daraus kann ich mir dann wiederum für mich ein möglichst objektives Bild, da gefällt mir der Begriff total gut, den du benutzt hast, Holm, von dem, was wirklich dann auf so einer Pressekonferenz gesagt worden ist, machen. Davon abzugrenzen, und das ist auch ein großes Problem, was ich in den sozialen Medien erlebe, ist dann, dass gesagt wird, guck mal, was mit dem öffentlichen, rechtlichen GZ-Gebühren bezahlt wird. Und es sind immer Ausschnitte von Kommentaren in den Tagesthemen. Mhm. Da wird Kommentar eingeblendet und das heißt, da gibt jemand seine Meinung zu einem Thema zum Besten. Dafür ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch da, dass mal eine Meinung genannt wird. Das muss man aber trennen von einer objektiven journalistischen Aufbereitung. Da steht jemand und sagt, ich finde das gut oder ich finde das doof. Meinung oder Kommentar. Kommentar, das muss man dann aber auch verstehen, was damit gemeint ist. Das verstehen natürlich viele Leute nicht, die Zeitung lesen oder Fernsehen. Also und man muss, glaube ich, auch mal selbstkritisch sagen, wir haben es den Leuten auch nicht leichter gemacht. Also früher gab es die Nachricht und da würde ich sagen, kann man wirklich sagen, die sollte neutral sein. Das heißt, man sagt, das und das ist dann und dann da und da passiert und die Fakten hast du gecheckt und da ist keine Wertung. Das würde ich eher mit dem Begriff Objektivität bezeichnen, aber gut, ich sag gleich nochmal was zu Neutralität. Ja. Der Unterschied zwischen falscher Tatsachenbehauptung und einer Meinungsäußerung ist ja genau das, dass eine falsche Tatsachenbehauptung eben eine unwahre Behauptung über vermeintliche Tatsachen ist, im genauen Unterschied zur Meinungsäußerung. Das sehen wir ja auch im Presserecht, dass dieser Unterschied auch essentiell ist. Also Das finde ich auch nochmal ganz wichtig, dass wir auch dann eben auch wirklich falsche Behauptungen haben oder Alternative Facts und all diesen Bullshit. Lass uns da gleich dazu kommen. Treibsandburg schreibt, es geht nicht um Neutralität, es geht um Transparenz. Ein Begriff, den wir hier nämlich noch nicht hatten. Ein Begriff kann nie neutral oder objektiv sein, das wäre naiv. Es gibt aber Definitionen, auf die man referenzieren kann. Also ich finde, die Transparenz, das ist etwas, das erleichtert mir den Blick darauf. Wenn ich das Gefühl habe, es wird transparent gemacht, was für eine Art von Text ich gerade lese.
Und woher habe ich diese Info? Woraus bezieht der Journalist seine Info? Und ist da ist der jetzt zum Beispiel der Text des Politikers, der Politikerin 1:1 abgedruckt, so wie die Person es gesagt hat? Oder steht da jetzt irgendwie, erweckte den Eindruck, als wolle er damit bla bla bla? Ja, also wie transparent ist dieser Text? Das finde ich sehr hilfreich. Aber ich habe den Felix eben unterbrochen, das also, sagen, weil er höflicher ist als ich. Ja, ja, der hat das ja gelernt. Ich fand das auch ganz spannend. Du hast angefangen mit Nachricht. Mach doch mal weiter. Das würde mich jetzt auch mal viel. Genau, ich wollte damit sagen, sozusagen, man hat früher die verschiedenen Textgattungen schon sehr klar voneinander getrennt. Da gab es dann die Nachricht, die war objektiv oder neutral, keine Ahnung, aber die hat einfach nur gesagt, was passiert. Dann gab es eine Meinung, da war auch sehr klar, da verfasst jemand einen Kommentar. Dann gab es einen Hintergrundbericht, das ist das, was du Einordnung genannt hast. Okay, und das haben wir sozusagen noch gelernt als unterschiedliche Textgattung. Und da muss man schon sagen, da gibt es diese klare Abgrenzung nicht mehr voneinander. Also man hat ganz viele Texte, die sind alles so ein bisschen. Die fangen meinetwegen mit einer Nachricht an, dann werden sie Einordnung und hinten sind sie Meinung. So, das hat man schon und da hat der Journalismus sich schon ein bisschen verändert. Und ich glaube, das macht es den Leuten manchmal schwieriger, so ein Gefühl dafür zu haben, was ist das jetzt eigentlich gerade? Informiert mich da jemand über die Fakten oder will mir da jemand eine Meinung aufdrängen? So, also daher rührt, glaube ich, dieses Grundgefühl. Und deswegen, glaube ich, kommt da dann Transparenz tatsächlich ein bisschen ins Spiel. Das haben wir übrigens bei der Zeit auch probiert, dass wir immer so Kästen dahinter gemacht haben. Da hieß auch richtig Transparenzkasten. Und da stand dann ganz genau, wie man recherchiert hat, was, das ist manchmal echt so, mit der Keule ist am besten, dann verstehen die Leute das. Und ich glaube, ja, das ist sozusagen, also mir macht es wirklich Sorgen, muss ich sagen, dass so viele Leute, die ich auch sehr schätze und sehr mag, irgendwie ein Misstrauen entwickeln. Und das, glaube ich, ist auch langfristig eine Riesengefahr für die Pressefreiheit, die wir so verteidigen müssen, weil wenn so viele Leute dem Journalismus misstrauen, dann wird es auch schwieriger, für die Rechte der Presse zu kämpfen und dafür Rückhalt zu bekommen. So, also zum Beispiel sowas, keine Ahnung, wenn es jetzt irgendwie, wenn das BKA Journalisten abhört, so, wenn die Leute sagen, ach, das sind doch eh alles Schweine, die mich anlügen, so, wird sich keiner dafür ansetzen, dass sich daran was ändert. Und das macht mir schon ein bisschen Sorgen. Und da macht mir auch dieses RT-Verbot, um darauf nochmal zurückzukommen. Ja. Ich habe es mir nicht einfach gemacht, weil ich auch die Begründung schwierig fand. Also man hat einerseits damit argumentiert, dass die nie eine Sendelizenz beantragt haben. Das stimmt auch. Aber die haben auch Jahre ohne Sendelizenz gesendet und es hat keinen geschert. So. Und das wird so ein bisschen vorgeschoben. Da unterbreche ich dich jetzt nochmal. Aber der Auslöser davon war ja, dass sie angefangen haben, über Satellit zu senden. Dann hat man sich das erste Mal gefragt, haben die eigentlich eine Sendelizenz? Ah. Solange die nur im Internet gestreamt haben. Ja, aber ich meine, wenn man ganz ehrlich ist sozusagen, ob sie jetzt über das Internet streamen oder über Satellit, man hat so ein bisschen das Gefühl, man hat da einen Grund gesucht. Und was parallel auch noch kam, war die EU, die gesagt hat, nee, als Sanktion darf RT jetzt in ganz Europa nicht mehr senden. Also es ist sozusagen nicht nur eine technische Entscheidung gewesen, die haben keine Lizenz, sondern es ist eine politische Entscheidung gewesen. Und ich kann damit super leben, dass es eine politische Entscheidung ist, weil ich finde, dass es das nicht geben darf. Ich kann das auch nachvollziehen. Ich finde es dadurch schwieriger, anders als in Polen sozusagen, wo ganz klar erkennbar ist, die machen Propaganda für eine Partei. So habe ich dich verstanden. Ne? Ich kann so kein Polnisch. Auf mich. Also, macht RT ja ein bisschen was anderes noch. Also was die machen, ist, die wollen ja sozusagen... So ein bisschen schlimmer, Unruhe. Ja, ich würde auch sagen, fast schlimmer. Die wollen Unruhe in die Gesellschaft bringen. Die wollen Misstrauen sehen und all sowas machen. Und deswegen verstehe ich auch, dass man sie am Ende verboten hat. Aber gleichzeitig führt es bei vielen Leuten genau zu diesem Argument, jetzt herrscht für alles, was irgendwie eine andere Haltung hat, was irgendwie mit anderen, sie haben ja auch selten gelogen, muss man sagen, die waren nicht völlig bescheuert sozusagen, ne? Sie haben nur Leuten eine Stimme gegeben, die dann komische Sachen behauptet haben und so, aber ich finde es immer ganz schwierig, weil es ist wirklich die Frage, wer definiert, ab wann ist irgendwas Propaganda und ab wann ist das nicht mehr? Ich finde es eine ganz schwierige Entscheidung. Also ich würde sagen, ist das nicht schon wirklich zersetzend, was die gemacht haben? Also ja, das ist zersetzend. Ja auch der Job, den sie hatten. Ja, aber, genau. aber halt nicht mit Lügen, sondern halt die haben ja gesagt, da gibt es diesen Verschwörungstheoretiker, der sagt das und das. Genau. Das war im Prinzip die Masche von RT. Und haben am Anfang gesagt, das ist eine Verschwörungstheorie. Und je länger dann der Bericht wurde, desto weiter nach hinten wurde es dann zur Hofberichterstattung für den sie am Anfang noch als Verschwörungstheorie. Und man muss ja auch mal gucken, was sagt denn Russland, warum die Journalisten da nicht mehr berichten dürfen. Die sagen, das ist zersetzend für die Gesellschaft. Ne? Also sozusagen, da gleichen sich die Argumente, was natürlich ganz perfide ist sozusagen. Aber
auf beiden Seiten argumentieren Politiker damit, dass es zersetzend für die Gesellschaft ist. So. Um es auch klar zu sagen, ich finde es am Ende richtig, das Verbot. Das, was da der russische Staat versucht hat, das kann man sich nicht bieten lassen. So, es zielt einfach wirklich nur darauf ab, Unruhe zu stiften. Und deswegen finde ich das am Ende richtig. Aber es ist verdammt schwierig in jedem Einzelfall. Aber wie toll, dass wir das hier so deutlich und ausführlich diskutieren. Weil das ist nämlich genau das, was noch zu solchen Entscheidungen dazugehört. Sie öffentlich, ich weiß jetzt nicht, ob unsere Reichweite dazu ausreicht, aber ich hoffe es jetzt einfach mal, dass es ein bisschen was bringt, sowas öffentlich zu diskutieren und eben genau über diese Punkte und die Fakten dahinter zu sprechen. Und das ist genau der Unterschied zu Russland. Also wir können diese Sendung hier jetzt machen. Ja, in Russland würde ich die nicht machen wollen. Ich weiß nicht, würden wir, Lydia, in Polen sowas, machen, da könnte man sowas machen, oder? So ein Livestream, da würde jetzt nicht es, gleich... Es gibt ja, das ist nicht das Problem. Das Problem ist wirklich eher die Macht der Hauptsender, die gerade ja von Menschen, die vielleicht auch jetzt nicht so super internetaffin sind, jetzt in der ganz jungen Generation, die natürlich es eher gewohnt sind, Presse, also Printmedien und auch die Hauptsender, die ihnen angeboten werden, aus der TVP zu schauen, dass die halt auch davon ausgehen, dass das eben Qualitätsjournalismus sei. Und bedauerlicherweise, bezogen auf die Inhalte, aus meiner Sicht hier getäuscht werden. Und das ist ein Problem. Ich glaube, dass die jüngeren Menschen, die halt den Zugang haben zum Internet, aber das sehen wir ja auf der ganzen Welt, selbst also von einer Freundin von mir, deren Familie in Russland lebt, weiß ich, dass die jüngeren Leute da sehr gezielt sich Informationen zuspielen, wie sie halt die Informationsblockaden umgehen können. Also umso internetaffiner Menschen sind, umso mehr können sie natürlich auch versuchen, sich dann internationale Medien auch anzuschauen und eben den Vergleich zu haben. Aber da wären wir bei dem nächsten Problem, was ich sehe, was ich die ganze Zeit im Kopf habe, nämlich, dass aufgrund der Vielfalt der Möglichkeiten Internet, aber ich sage auch mal Telegram, dass viele Menschen vielleicht aufgrund von fehlender Medienkompetenz nicht mehr überblicken können, was ist jetzt wirklich Journalismus, wo Qualität gewährleistet wird und wo ist es einfach nur irgendein random Blogger, der aber seine Seite optisch aufzieht, als sei es halt ein Medium, ein normales Medium, sage ich mal, und wo dann Menschen davor stehen und sagen, ja wieso, aber hier steht das und hier steht das und überhaupt keine gegebenenfalls Kompetenz besitzen, um auch die Qualitätsunterschiede zu sehen. Und das ist ja ein Grundproblem, auf das ich immer gerne hinweise in diesem Kontext, dass die Medienkompetenz das Wichtigste wäre, um sich halt möglichst gut zu informieren. Ja. Darf ich euch mal ein Beispiel zeigen? Ja. Weil das ist, ich lese es euch vor, aber ich war wirklich geschockt, weil ich habe es von, es ist eigentlich ja einer meiner besten Freunde. Ich bin zusammen mit ihm zur Schule gegangen und der schickt mir immer so Kacheln. Ich weiß nicht, ihr seht es so ein bisschen, ja, aber ich lese mal vor, was da drauf steht. So. Da sieht man einen Typ aus dem ARD-Hauptstadtstudio, also ein Kommentar aus der Tagesschau. Und dann steht da, die Mehrheit der Bevölkerung hat längst begriffen, dass es sich bei, und dann kommt so eine Klammer mit Punkten, Impfgegnern um Verfassungsfeinde handelt, die den demokratischen Staat ablehnen. Das steht auf dieser Kachel. Und er hat sich darüber aufgeregt, weil er gesagt hat, nicht alle Impfgegner sind Verfassungsfeinde und so weiter. So. Und dann habe ich mir mal die Mühe gemacht und habe mir diesen ganzen Kommentar angeguckt. Und in dieser Klammer, also das, was sie weggelassen haben, vor Impfgegner, steht radikale Impfgegner. Und dann ist im Tagesschau-Kommentar erklärt, was er unter radikalen Impfgegnern versteht, nämlich solche Leute, die auf Telegram und so weiter irgendwelche Mordpläne schmieden. Und es steht später im Kommentar ausdrücklich drin, natürlich sind nicht alle Impfgegner Verfassungsfeinde. Es gibt auch Leute, die haben einfach Angst oder, keine Ahnung, sind stur. So, das war der Original-Kommentar. Aber daraus wird dann so eine Kachel. Und ich habe ihm das dann alles lang und breit zurückgeschrieben und habe ihm gesagt, du, nicht die Meinung ist das Problem, sondern die Leute, die diese Kacheln produzieren, die dich wütend machen wollen. Und ich habe mich da bestimmt eine halbe Stunde mit beschäftigt und das Einzige, was von ihm zurückkam, war so ein Daumen nach oben. So. Immerhin! Das Zielblümchen. Immerhin kam einer nach oben. Also ich habe auch im Bekanntenkreis Leute, die mühen sich seit 2 Jahren mit irgendwelchen Sandkastenfreundinnen und versuchen, die aus diesem Sumpf da rauszuholen. Und es wird immer schlimmer. Da kommt kein Daumen mehr nach oben, sondern da kommt ja aber und eine neue Kachel.
Also okay, insofern versuche ich mich drüber zu freuen. In dem Moment war ich ein bisschen enttäuscht. Ich will aber noch, ich will aber noch mal einmal zu dem Punkt kommen, in Polen, Ungarn könnten wir diese Sendung machen. Das ist richtig per se und natürlich ist es richtig kompetent, sich das anzuschauen. Aber wir haben da eine andere Situation, denn in Polen und Ungarn kann ja trotzdem passieren, dass drei Tage später die Polizei vor der Tür steht und sagt, sagen Sie mal, Herr Krappweis, wir haben hier eine Anzeige erhalten. Weil Sie Gott lästern, zum Beispiel. Das wäre in Polen. Das haben wir ja letztens. Das wäre in Polen möglich. Das wäre möglich. Es kann aber einfach sein, dass jemand sagt, wir haben hier eine Anzeige, dass sie Kinderpornos auf ihrem Rechner haben. Wir müssen jetzt leider mal gerade alle ihre Geräte sicherstellen. Und dann hast du natürlich in so Staaten die Option zu senden, aber dann sind erstmal alle deine Rechner weg. Und damit kannst du in einem System, was eben nicht mehr frei ist und was genau das verhindern möchte, durch solche Dinge freie Presse, auch sozusagen wie wir sie betreiben, einfach bremsen. Und genau das passiert ja insbesondere jetzt in Russland. Also wenn du da, also es gibt ja sowieso Twitter und so, ist ja jetzt alles abgeschaltet inzwischen, aber wenn du das Wort Krieg benutzt, kannst du einfach verhaftet werden dafür, dass du das Wort Krieg benutzt. Und nur nochmal um die Unterschiede, wer definiert denn, was ist Pressefreiheit, da hört es dann eben auch auf. Mit Pressefreiheit, wenn dir Worte verboten werden, das ist natürlich eine Grenze. Und trotzdem hast du völlig recht, Felix, dass man das sehr, sehr kritisch beobachten muss. Es sind immer dann die Herrschenden im Grunde genommen, die sagen, was ist denn noch zulässig und was ist nicht zulässig. Wenn wir jetzt sagen, im Kern Europa sind wir noch demokratisch und halten die Ideale der Pressefreiheit. Die Herrschenden will heißen im Idealfall das Gesetz. Das Gesetz vertreten, natürlich. Also aber das vermischt sich ja in autokratischen Staaten dann irgendwann. Ich möchte an dieser Stelle noch erwähnen, dass ich nicht weiß, wie wahrscheinlich jetzt dieses Szenario konkret in Polen ist, aber das werde ich nochmal weiter recherchieren. Aber eine Sache, die ich sehr häufig höre, ist, dass Menschen halt in bestimmten Berufen um ihre berufliche Position fürchten. Also ich habe Verwandte, die halt Berufe haben, die mit der katholischen Kirche zu tun haben, was in Polen gar nicht so wenige sind, oder irgendwie mit der PiS-Partei zu tun haben und die ganz klar nicht sagen, was sie denken, weil sie zumindest um die berufliche Position fürchten. Ja, oder was denn natürlich, also was, glaube ich, das gängigste Mittel in solchen Ländern ist, wenn du, sagen wir mal, einen sehr erfolgreichen Livestream hast und das ist sagen wir mal, politisch nicht genehm ist, dass man eben ein freundliches Angebot bekommt, doch mit dem Livestream auf folgende bezahlte Plattform umzuziehen, wo man dann ganz gut damit verdient und wo dann vielleicht eine leitende Redaktion oder ein Herausgeber dann gelegentlich mal sagt, also dieses Thema, Herr Krappweis, das lassen wir doch vielleicht lieber raus. Ja. Ich würde gerne noch mal auf diese Geschichte mit der Kachel zurückkommen, weil ich die eigentlich ganz symptomatisch finde und auch eine ganz gute Gelegenheit, um vielleicht mal ein bisschen drüber zu reden, wie wir Informationen, Journalismus, Presse selber konsumieren. Weil ich wirklich auch das Gefühl habe, dass ein Teil der Misere daran liegt, dass wir uns einfach zu wenig Zeit nehmen und vielleicht auch zu wenig Zeit haben. Also ich will jetzt nicht sagen, jeder, der wirklich 10 Stunden am Tag hart arbeitet, muss sich abends noch 3 Stunden hinsetzen und 4, 5 Zeitungen lesen, um vollkommen im Bilde zu sein, um Himmels Willen. Aber ich glaube, dieser Konsum von Informationen, gerade im Netz, ist inzwischen so schnell geworden, da bin ich natürlich nicht die Erste, die sowas feststellt, dass wir einfach auch eine solche Aufbereitung ganz gerne haben wollen. Und dann ist natürlich das Ende vom Lied, dass du solche furchtbaren, entstellenden Verkürzungen auch, die natürlich von Populisten auch ausgenutzt werden können, hast. Aber, und dann wird das Problem natürlich größer. Aber immer wenn ich auf fucking Twitter, Entschuldigung, ich habe Twitter gesagt, wenn ich auf Twitter, auf fucking Twitter meine ich, wenn ich da eine Nachricht sehe, die zu 1000% meinen Confirmation Bias trifft, also genau das, was ich immer schon gesagt habe, das Erste, was ich mittlerweile mache, unter anderem auch wegen diesem Format, ist, ich google sofort hinterher und gucke wenigstens bei Google News mal, was sind denn die ersten 10 Überschriften? Das habe ich in, ich weiß nicht, 15 Sekunden quer gelesen. Und dann sehe ich bei irgendeinem, nennen wir es jetzt einfach mal der Einfachheit halber Qualitätsmedium, etwas, wo ich mir denke, Moment, das trifft nicht so ganz das, was ich dachte, dann klicke ich da halt mal drauf. Dann lese ich da nochmal 10 Sekunden, dann drücke ich auf den Return-Button und lege nochmal 2. Das kostet mich 30 Sekunden meines Lebens. Und es ist wirklich nicht so schwer, finde ich, relativ schnell so ein Twitter, so eine Kachel, so ein was auch immer Ding
wenigstens mal grob zu durchklopfen. Und wenn man dann ein bisschen tiefer geht und sagt, okay, den Namen, wer sagt denn das? Gebe ich den mal bei Psiram ein. Oh, ach so, guck mal an. Ah, AfD, bla, hat irgendwie beim Compact Verlag, bla 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 und so weiter und verkauft Zuckerkugeln. Weißt du, das geht, finde ich, bei den Sachen relativ schnell. Auch Sachen, die mir irgendwie fishy vorkommen, wo ich mir denke, das kann jetzt irgendwie nicht sein. Also das Gegenteil von Confirmation Bias, da gucke ich dann auch wenigstens mal 10 Sekunden oder 30 Sekunden. Das kostet niemanden viel Zeit. Und es geht, finde ich, ganz schnell. Also auch wenn mir Leute was schicken, ja, so jetzt zum Beispiel aus der Familie, die sagen, hast du das gesehen? Und schick mir das. Ich brauche eine Minute und dann kann ich was Fundiertes zurückballern. Ob ich dann den Daumen hoch kriege, über den der Felix sich gefälligst freuen soll, oder nur ein Lachsmiley, dass sich über mich krank lacht, ist dann die andere Frage. Aber für meine Ich wollte es auch nur erklären und nicht. Ich wollte auch überhaupt nicht dich damit angreifen, sondern ich wollte damit. Das zeigt doch das Problem, dass jeder, der einen Twitter-Account hat, Journalist ist. Genau. In der Wahrnehmung und Informationen verbreiten kann. Und vor, ich sag mal, 20 Jahren gab es das alles nicht. Da hast du dich im Zweifelsfall auch über einen Zeitungsartikel aufgeregt. Dann hast du einen Leserbrief geschrieben oder so. Aber da gab es einen Zeitungsartikel. Das heißt, die Informationsflut ist ja auch neu. Ja, und ein Satz, den ich immer wieder sage bei Vorträgen, so ist, dass wir diese neue Kulturtechnologie des Internets und des ständig verfügbaren Internets noch nicht wirklich verarbeitet haben. Und wir kommen hier für uns als Gesellschaft an eine Grenze, an der wir immer arbeiten müssen. Lydia hat gerade schon gesagt, das Thema Medienkompetenz, das ist völlig richtig und entscheidend. Und was ich inzwischen auch zunehmend lerne, ist, dass die Kids oder die Jugendlichen da viel fitter sehr fit sind, sich gut auskennen, die sozialen Netzwerke auch gleich für sich kategorisieren. Die sind nicht geschockt davon, dass auf TikTok pro-russische Propaganda läuft. Das können die sofort einordnen. Die sagen, ja, das kommt ja auch aus China, ist ja kein Wunder. Und dann sind die fertig mit dem Thema. Wohingegen dann diese TikTok-Videos dann gerippt, ich spitze natürlich wie immer, Holm, du darfst mir gleich widersprechen, aber diese TikTok-Videos werden dann da gerippt und dann gehen die in die WhatsApp-Familiengruppen und treffen dann auf die 50, 60-Jährigen, 70, 80-Jährigen, die jetzt alle auch WhatsApp haben. Ich habe kürzlich eine Statistik gesehen, dass wir inzwischen eine Durchdringung von 85% soziale Mediennutzung in Deutschland inzwischen haben. Das heißt nicht, dass 85% aller Deutschen das nutzen, aber die Anzahl von Köpfen, die irgendein soziales Medium nutzen, ist so hoch und WhatsApp gilt als soziales Medium und da sind inzwischen fast alle, gerade die Älteren, die sind eben nicht bei Signal oder sonst wo. Und die kriegen das geschickt von einer vertrauenswürdigen Person und die haben dann in dem Moment gar nicht mehr die Option, das einzuordnen. Und das ist ein Problem, was wir meine haben. Großmutter sagte immer, wirklich, der Mann im Fernsehen hat gesagt. Ja? Und das wird sie jetzt auch, also lebt nicht mehr, aber sie wird das auch, denke ich, wenn sie jetzt noch am Leben wäre, nicht anders sagen. Der Mann im Fernsehen hat gesagt, was, oder ja, wieso, das hat doch der im Fernsehen gesagt. Also, und ich sehe auch genau das, was du sagst, dass junge Leute, also zum Beispiel das Beispiel meiner Tochter und so weiter, die sind auf eine gesunde Art, wenn sie denn Medienkompetenz vermittelt bekommen, natürlich vom besten Vater der Welt, die sind dann wirklich medienkompetenter, weil sie das sofort hinterfragen und erstmal sehr, sehr wenig glauben. Und hier schreibt Mr. Kapscha sehr schön, warum nachgucken, wenn es der eigenen Meinung entspricht. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass keiner von uns nicht diesen Fehler schon mal gemacht hat. Vielleicht liege ich auch falsch, das würde mich freuen für mein großartiges Plenum. Aber diesen Fehler, dass du sagst, ah, ja genau, Retweet. Ja, sofort, na klar. Natürlich. Wir haben es alle schon gemacht. Und ich wurde immer dann mal wieder hingewiesen, oder ich wurde mittlerweile so oft darauf hingewiesen, unter anderem auch von Twitter selbst, die gesagt haben, hast du den Artikel eigentlich gelesen? Das ist übrigens ein super Feature. Fuck, stimmt. Nein, ich habe ihn nicht gelesen. Manchmal nervt, wenn ich irgendwie endlich den Artikel, den ich schon dreimal irgendwo gelesen habe, in einer Form finde, Holm, die ich gerne teilen würde. Wie oft müssen wir Twitter dann sagt, diese Version hast du aber noch nicht gelesen. Wie oft müssen wir noch sagen, Holm, du bist nicht der Durchschnitt. In nahezu keiner Kategorie, die mir bekannt ist, bist du Durchschnitt. Du bist immer speziell. Das jetzt interpretieren. Das muss man gar nicht interpretieren. Das kann man einfach so hinnehmen. Ja, ist dir das auch schon mal passiert, Felix Rohrbeck?
Dass du auf Confirmation Bias reingefallen bist? Nee, das nicht. Aber manchmal wollte ich auch schon was retweeten, wo dann mir auch angezeigt wurde, du hast den Artikel gar nicht gelesen. Ja, das schon. Das hatte ich auch schon. Und dann hattest du ihn geschrieben, oder was? Ja, genau. Ja, sag mal, das gibt so ein, zwei Leute, wenn die was geschrieben haben, dann retweete ich es auch manchmal erst und lese es dann, was auch nicht gut ist. Aber man muss auch manchmal sagen, bei so ein paar Sachen, egal wie kompetent man ist, man kann es auch nicht überprüfen. Ne? Also zum Beispiel diese Sache, wie hieß der, dieser Musiker, der da gesagt hat, dass er im Hotel antisemitisch beleidigt wurde. Ach ja, Geofarim. Geofarim. So. Wir wissen es nicht. Also und es kann. Gibt ja, es? Aber es ging auch so schnell, ne? Also sozusagen, der hat es selber in die Welt gesetzt, dann retweetet man das, man hat ja auch gar keine Chance, man war ja nicht dabei, es gibt auch noch keine Recherchen dazu und dann verbreitet sich das rasend schnell und selbst führende Politiker haben das ja retweetet und gesagt, wie furchtbar, was da passiert ist und das kann doch nicht sein, dass in 2022 und so weiter und am Ende muss man sagen, nach allem, was es da jetzt an Recherchen gibt, deutet doch alles darauf hin, dass es nicht so war. So, nicht so war, vielleicht anders war. Ja, aber... Aber es ist auf jeden Fall nicht so eindeutig, wie es das Video von ihm, als er da vor dem Hotel saß, wirken ließ. Nein, definitiv das ist es nicht. Definitiv nicht. Und ja. Da hat man natürlich schon irgendwie so Mechanismen in den sozialen Medien, selbst wenn man sich bemüht und das ist total richtig und die Medienkompetenz sich antrainiert hat, verbreitet sich sowas rasend schnell und verursacht dann natürlich auch einen krassen Schaden, der hinterher nur schwer wieder einzuholen ist. So, ne? Also das, glaube ich, ist schon... Ja? Holm, ich schon sagen muss, das war für mich so ein Thema, wo ich gedacht habe, und ich habe auch allen möglichen Scheiß schon weiter verbreitet, gar keine Frage. Aber das war für mich so eine Sache, wo ich dachte, Moment mal, das ist eine Einzelaussage, das ist nicht objektiv überprüft. Nee, ich halte mich da jetzt einfach mal zurück, weil... Ich habe sofort retweetet, ich war so erregt. Und für mich passte das alles ins Klischee und es war Erfurt oder irgendwas, wo ich dachte... Kinderkanal hin oder her, liebe Leute, die ich kenne, hin oder her, trotzdem stehen da NPD und Co. auf dem Marktplatz und verteilen Zettel und keiner regt sich auf. Also es hat ja auch, alle meine Klischees. Weißt du auch, wer neben Bernd steht. Das muss man sich mal vorstellen. Es gibt ein Foto, wo der fucking Höcke neben Bernd das Brot steht und sagt, Held meiner Kindheit. Ich kotze armdick im Strahl, wie furchtbar es ist. Und ich muss mich zusammenreißen, da nirgendwo drunter zu kommentieren, weil alles, was ich da tue, gibt dem Typen mindestens einen Hansel und Reichweite, der es dann noch mehr sieht. Und das kotzt mich so an. Aber ja, da kommen wir dann zu dem Problem, was Twitter und Co. eben generell präsentieren, dass Verbreitung erstmal immer gut ist, auch wenn man eigentlich jemanden dissen will. Darren Moran schreibt, Frage an Felix Rohrbeck, der heute zufällig hier ist. Ist das Darknet für Journalisten ein wichtiges Werkzeug, um Freunde zu finden, nein, um Informationsgewinnung aus zensierenden Ländern zu bekommen. Wie ist das Darknet hinsichtlich Pressefreiheit da einzuordnen? Ist das richtig wichtig für dich? Oder euch? Also was ich tatsächlich, also nicht als Informationsquelle, was ich in China erlebt habe, als ich da 3 Wochen recherchiert habe, da kommst du halt gar nicht drum herum, mit dem VPN ins Internet zu gehen, um überhaupt auf die normalen Angebote zugreifen zu können, ne? Um mal was googeln zu können, um irgendeine westliche Medienseite aufrufen zu können. Das muss ich sagen, fand ich echt erschreckend. Ne? Mhm. Also weil da gilt auch das nicht mehr, Lydia, was du vorhin gesagt hast, dass die jungen Menschen sich ja irgendwo noch alternative Medien anschauen können. Nee, das geht da einfach nicht so. Das ist wirklich außer gruselig. Über VPN. So. Außer über VPN so. Aber das machen ganz, 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 ganz wenige Chinesen nur. Und es funktioniert auch nicht wirklich gut, muss man auch sagen. Also wir hatten immer wieder Ärger damit und irgendwann ist man echt ermüdet und lässt es einfach sein. Also es ist wirklich krass und man kann da auch nicht, wir sind da nicht als Journalisten eingereist, als wir da recherchiert haben. Weil wir wussten, wenn wir da offiziell als Journalisten einreisen, dann werden wir wahrscheinlich die ganze Zeit überwacht. Aber dann musst du dir als Journalisten die Frage stellen, okay, dann reist du da als Tourist ein, wenn dann rauskommt, du recherchierst da doch, was passiert dann eigentlich? Also da spürt man dann mal wirklich, was Pressefreiheit bedeutet und man spürt es vor allem, wenn man sie nicht mehr hat. So, das ist schon ein mulmiges Gefühl, das man da hat. Und auch in Russland finde ich es wahnsinnig schrecklich. Ich war 2014 da, nachdem die ersten Sanktionen erlassen wurden. Und da konnte man noch normal recherchieren. Die Leute hatten keine Angst, was zu sagen. Auch damals war das auf keinen Fall ein Land, wo die Presse sozusagen so arbeiten konnte, wie sie wollte. Aber es hat sich jetzt nochmal massiv geändert. Die Leute haben wirklich Angst, ganze Redaktionen machen dicht. Die haben alle Angst, dass sie im Knast landen. So. Und das ist so schrecklich und das tut mir echt im Herzen weh. Und ich finde das echt zum Heulen. Auch die Kollegen tun mir da so wahnsinnig leid. Und das führt dann aber auch wieder vor Augen,
wie sehr man diese Pressefreiheit schützen muss und was für ein hohes Gut das ist. Und das ist jetzt nochmal ein bisschen emotional. Sehr gerne. Aber das ist halt echt, also das, keine Ahnung, das ist so, so wichtig. Und auch wenn man irgendwie mal angepisst ist oder abgefuckt von Journalisten oder irgendwelchen Medien, so. Selten. Aber da habe ich volles Verständnis zu. Und dann soll man auch auf Medien eindreschen und so. Das können wir alle ab als Journalisten. Aber die Pressefreiheit selber in Frage zu stellen, das ist etwas, das sägt man wirklich an einem Grundpfeiler der Gesellschaft. So, das erinnerst du dich, bevor du jetzt so schön emotionales Plädoyer gehalten hast, wo ich dich gar nicht unterbrechen wollte, weil es wirklich schön ist und schön klammerbar ist, erinnerst du dich an meine Frage? Ja, Darknet habe ich tatsächlich für keine Recherche benutzt. Das war die eigentliche Antwort, verstehe. Ich wollte einmal Daten, ja. Ich hatte einen Plan, Du hattest nur noch keine Munition. Ja, ich wollte Daten kaufen. Ich wollte Daten kaufen, Gesundheitsdaten, so eine Undercover-Recherche. Weil es heißt ja immer, man kann Gesundheitsdaten kaufen. Und wenn du so eine Smartwatch oder was auch immer, dann sendet der die Daten ja irgendwo hin. Und die Daten wären ja ganz interessant für so gewisse Konzerne. Und ich wollte mal undercover versuchen, ob das wirklich stimmt und ob man Daten kaufen kann und wie genau man diese Daten dann zuordnen kann. Und das wäre tatsächlich eine Recherche gewesen, die hätte im Darknet stattgefunden. Aber? Ich habe sie nur leider nie gemacht. Warum? Es kam dann, ich glaube, es kam Cum-Ex, ehrlich gesagt, also. Und dann hatte ich keine Zeit mehr. Aber ich finde die Recherche immer noch gut. Also, ja, mal gucken, was man alles kaufen kann. Und dann kommen wir zu einem Punkt, den hatte der Holmer schon mal angesprochen, oder war das im Vorgespräch, wenn er sagt, oder ich nehme jetzt mal ein Beispiel, dann kaufst du im Darknet irgendwelches Zeug oder du kriegst von einem Informanten irgendeine Info, die strafrechtlich relevant ist. Ja. Und müsstest den dann zum Beispiel jetzt eigentlich anzeigen. Was machst du dann? Deinen Informanten. Was für eine Straftat geht's? Ah, okay, also er hat nicht einen Kaugummi geklaut, sondern irgendwas. Sondern? Also muss ich jetzt dir sagen, ab welcher Grenze du jemanden anzeigen würdest? Nee, aber ich soll ja sagen, du hast jetzt gefragt, würde ich ihn anzeigen oder würde ich ihn nicht anzeigen? Ich verstehe. Dann musst du mir schon sagen, welche Straftat er begangen hat. Was bist denn du, Journalist oder was? Also gut, dann sagen wir mal einen Raubüberfall. Also da wurden Menschen verletzt und er ist verantwortlich dafür, dass ein Raubüberfall stattfand, bei dem irgendwelche Daten ergaunert wurden, die er nur dadurch hat bekommen können. Und du weißt, der Typ hat massiv Dreck am Stecken, aber diese Daten ermöglichen es dir, bei deiner Recherche weiterzukommen und vielleicht ein größeres Ziel damit zu erreichen. Das ist jetzt sehr theoretisch und klingt so ein bisschen nach schlechten James Bond, aber... Ziemlich theoretisch, ja. Aber naja. Ich hatte so eine Situation noch nicht. Ich könnte sie jetzt tatsächlich intuitiv nicht entscheiden. Mhm. Wahrscheinlich wäre die intuitive Reaktion, ja klar, wenn da Menschen bei zu Schaden gekommen sind, dann musst du ihn melden. Ja. Wahrscheinlich würde ich auch zu dem Ergebnis kommen. Aber auf der anderen Seite steht eben dieser Quellenschutz. Und der ist für einen als Journalist schon so, so, so wichtig. Weil wenn Quellen nicht mehr darauf vertrauen können, dass wenn sie sich als Quelle an dich wenden, das ist dann auch, also dass sie dann sozusagen nicht der Polizei gemeldet werden oder nicht deren Namen preisgegeben wird. Das ist halt für einen Journalist sozusagen, ist es wirklich hart, den Quellenschutz zu brechen. Dass es trotzdem ethisch geboten sein kann, das glaube ich sofort. Aber ich war noch nicht in der Situation und mir fällt es total schwer, jetzt zu sagen, auf jeden Fall würde ich ihn melden. Wahrscheinlich würde ich es tun, aber ich weiß es nicht. Aber das sind ja so zwei Nummern. Das eine ist ja jetzt, Felix, bei dir meldet sich jemand und sagt, ich habe hier im Ferngespräch gehört, du willst Gesundheitsdaten haben, ich habe die gehackt. Ja. Ich kann dir von 2 Millionen Menschen, die eine chinesische Smartwatch haben, die Daten geben. Ich will aber Quellenschutz. Das ist ja, wenn jemand sagt, ich gebe dir das für eine Recherche. Wenn du jetzt aber, dann würdest du sagen, Quellenschutz hat Vorrang. Ja. Wenn du jetzt aber recherchierst im Darknet und jemanden findest, der die Daten kauft und du kaufst die nur, um zu sehen, geht das überhaupt und was bekomme ich für Daten, würdest du dann den, den du unter Vortäuschung falscher Tatsachen eventuell anzeigen, auch nicht? Ach so, würde ich glaube ich nicht machen. Wenn ich die Recherche öffentlich mache, dann kann das jemand anders für mich erledigen, den anzuzeigen. Okay. Aber ich würde erstmal als Journalist niemanden anzeigen, weil es nicht meine Rolle ist. Aber um euch mal sozusagen ein realistisches Beispiel zu geben. Ich sage jetzt nicht, dass es genauso war. Nee, ich mach mal Cum-Ex. Aber du hast sozusagen, du brauchst eine Quelle wirklich unter den Steuerräubern. So, weil am Ende willst du wissen, wie es war. Also brauchst du eine Quelle, die selber mitgemacht hat. So, das heißt, du gehst schon mal einen Pakt mit dem Teufel ein. So, dann baust du da ein Vertrauensverhältnis auf. Dann erzählt er dir was. Er sagt auch, er ist geläutert. Glaubst du ihm sogar?
Aber er erzählt ja auch, was er konkret gemacht hat. Und das war nicht immer legal. Was machst du jetzt? Keine Ahnung, was hast du gemacht? Ich habe ihn nicht angezeigt, aber eine Quelle. Ja gut, also da würde ich aber jetzt sagen, da ist ja nun, bist du ja auch überhaupt nicht im Druck, jemanden anzuzeigen, weil du ja kein Strafverfolgungsorgan bist, das irgendwie eine Ermittlungspflicht hätte. Genau, das ist eine. Eine ganz andere Sache wäre es meines Erachtens, wenn du wüsstest, dass der jetzt weitermacht oder dass der andere Straftaten begeht. Ich glaube, das ist wirklich ein anderer Punkt. Also wenn man es dann auch noch auf Gewaltstraftaten, also wenn mir jemand erzählt, er hat morgen vor, in eine Bank zu rennen und da alles zusammenzuschießen, so, wenn es wirklich darum geht, ich kann eine Straftat verhindern, dann kann ich mir eigentlich keine Situation vorstellen, wenn es sich auch noch um so eine schwere Straftat handelt, wo ich es nicht melde. Wenn die begangen wurde, ist es natürlich eine andere Situation, als wenn sie... Ja, und man muss dazu auch noch, finde ich schon sagen, diese Cum-Ex-Geschichte aufzudecken, da hätte ich jetzt schon auch, also rein aus so moralischen Erwägungen, so das Gefühl, ich will ja etwas viel Größeres erreichen, als den einen Hansel jetzt anzukacken, sondern ich möchte alle Banken an den Haken kriegen, alle. Und da werde ich doch jetzt nicht diesen einen Typen da verpfeifen. Und dann stürzt das ganze Ding ein wie ein schlecht gebautes Kartenhaus und ich kann ausschließlich schlechte Kartenhäuser bauen. Genau. Sondern da will ich doch erstmal weitermachen. Und vielleicht, wer weiß, vielleicht trifft es den Typen ja dann doch irgendwann sowieso. Genau. Es gibt dann ja auch noch Staatsanwaltschaften und so weiter und die gehen ja ähnliche Deals ein, die brauchen auch Kronzeugen und trotzdem schützt das die Kronzeugen auch nicht immer davor, am Ende selber bestraft zu werden. Sie kriegen dann meistens ein milderes Urteil. Ihr schreibt, die Oktopus, man darf das gar nicht. Wenn man von einem Kapitalverbrechen weiß, muss man sie melden. Ja, das ist der Punkt. Ja. Also wenn du sozusagen nur Zeuge bist, musst du es halt nicht. Wenn du weißt, dass es passieren wird, das ist eine ganz andere Nummer. Ja. Genau. Ja, und ihr schreibt, Busus 1, die Polizei lässt auch den kleinen Dealer laufen, um an den großen Fisch zu kommen. Um jetzt hier mal in Bud Spencer-Deutsch zu sprechen. Das kann ich absolut nachvollziehen. Es wurde jetzt schon ganz, 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 ganz oft das Whistleblowing erwähnt, wo wir gesagt haben, wir machen mal eine eigene Folge zum Thema Whistleblowing. Müssen wir machen, finde ich. Ein super spannendes Thema. Ich weiß nicht, ob Whistleblowing, kann man das streifen wenigstens kurz, und zwar unter dem Oberbegriff Pressefreiheit, wie gehören die zusammen? Gehören die zusammen? Ja, auf jeden Fall gehören die zusammen. Also da geht es auch um Quellenschutz und es geht sozusagen darum, dass die Presse auf Whistleblower angewiesen ist, sonst kann sie ihrer Funktion nicht nachkommen und dass diese Whistleblower am Ende fast immer den Bach runtergehen. Das ist ganz schrecklich. Die sind so schlecht geschützt. Das ist wirklich, es gibt auch so ein Whistleblower-Netzwerk, das sich für die einsetzt. Das ist wirklich furchtbar. Also die Leute, und das ist ja wirklich ein Dienst an der Gesellschaft, den sie da verrichten, die kriegen hinterher meistens nie wieder einen Job, weil sie als Verräter gelten. Manchmal werden sie sogar noch strafrechtlich verfolgt, oder nicht strafrechtlich verfolgt, aber kriegen Ärger mit dem Gesetz, weil sie gegen irgendwelche Arbeitsverträge oder so verstoßen haben. Und am Ende gehen sie da meistens nach einer jahrelangen Schlacht wirklich psychisch gebrochen raus. Also ich kenne kaum Whistleblower, die das wirklich gut überstanden haben. Und dass die in ein halbwegs normales Leben zurückkehren können, ist wirklich die absolute Ausnahme. Und in Deutschland ist das extrem. Da sind sie ganz schlecht geschützt und sie haben immer noch der Ruf, ein Verräter zu sein. Das ist jetzt blöd, dass die ganzen Leute, die uns jetzt da zuschauen, alle sagen, dann werde ich kein Whistleblower. Bitte werdet es trotzdem, wenn ihr was zu sagen habt. Ich könnte es tatsächlich verstehen. Das ist keine gute Message. Und deswegen ist es aber auch so wichtig, dass man als Journalist den Leuten ganz klar macht, was sie erwartet und nicht so tut, als wäre das alles ganz easy. Das gehört echt zur Fairness dazu. Akka Tatjana schreibt, ich arbeite in einer Beratungsfirma. Wir richten sogar Whistleblowing-Stellen in Unternehmen ein. Also da ist das Bewusstsein zumindest zum Teil schon anders. Aha. Aber ist das nicht dann schon wieder, ich weiß nicht, ich habe natürlich sofort bei Beraterfirma, also jetzt außer Holm, der berät ja auch, sofort nur die allernegativsten. Vielleicht müssen wir mal eine Folge über Beraterfirmen machen. Nur das allernegativste. Nein, es gibt ja auch seriöse Unternehmensberatungen. Natürlich gibt es die. Und
Habe ich auch schon mal gemacht, aber bin ich seriös? Aber ich sag mal, bei diesem Thema Whistleblowing-Stelle kommt natürlich, also muss man natürlich sagen, das ist natürlich alles gut und schön und jede Firma findet das toll, wenn es solche Möglichkeiten intern auch gibt, wo du auf sowas aufmerksam machen kannst, solange das für die Firma nicht existenzgefährdend wird. Ja. Wenn jemand natürlich etwas nach draußen öffentlich macht, was für die Firma wirklich existenzbedrohend ist, dann ja, dann neigen die meisten Firmen halt dazu, das irgendwie unterdrücken zu wollen. Also Aka Tatjana schreibt, sie sind Wirtschaftsprüfer. Okay. Ja, aber das ist tatsächlich auch eine Strategie der Firmen, solche Whistleblower-Stellen, die ja auch erstmal nicht schlecht sind, aber sie einzurichten und dann aber auch zu argumentieren, dass man sich erst an die wenden muss, bevor man sich sozusagen an Journalisten oder Staatsanwaltschaften wenden kann. Und das ist natürlich dann auch nicht unbedingt das Beste für die Gesellschaft, zumindest wenn es sich um Probleme handelt, die die ganze Gesellschaft angehen und nicht nur das Unternehmen. Also von daher sind diese internen Meldestellen durchaus umstritten. Sollen wir vielleicht... Okay, ich wollte nur kurz erwähnen, dass ich das immer wieder spannend finde von der Grundhaltung einer Gesellschaft, wenn dann das Whistleblowing als Nestbeschmutzung definiert wird. Das ist irgendwie interessant, welche Grundeinstellung zur Gesellschaft, zum Leben, zur Verantwortung dahinter steckt. Finde ich ein sehr spannendes Thema. Und mir fiel gerade in dem Kontext ein, ich weiß nicht, ob ihr mal von dem Medizinskandal der alten Apotheke in Bottrop gehört habt. Ich bin ja in Bottrop aufgewachsen. Und von daher natürlich, also für die, die es nicht wissen, da ist dann aufgeflogen, dass sich jemand bereichert hat, ein Apotheker, in dem er halt Krebsmedikamente nicht so gemischt hat, wie es eigentlich sein sollte. Das hat wohl der Gewinnoptimierung gedient und dazu geführt, dass Menschen nicht die Medikation bekommen haben bei ihrer Krebserkrankung, die sie hätten haben müssen. Oh Gott. Das ist eine spannende Geschichte, die man sich mal durchlesen kann. Und da war auch das Whistleblowing von eben zwei Mitarbeitenden der Apotheke entscheidend, damit das endlich dann aufhörte. Und ich weiß nicht mehr, in welcher Quelle ich das gelesen habe, aber ich habe dann später, weil ich habe viel dazu gelesen, weil es ja auch eine Stadt betrifft, in der ich aufgewachsen bin, gelesen, dass zumindest ich von dem einen Mitarbeiter dann gehört habe, dass der große Probleme hatte, nochmal in seinem Bereich weiterzuarbeiten. Und man muss sich vorstellen, der Mann hat etwas gemeldet, was Menschenleben gefährdet hat. Mindestens gefährdet hat. Und wenn man dann anschließend Probleme hat, einen Job zu kriegen in seinem pharmazeutischen Sektor, das finde ich schon... Das ist schon krass. Naja, ich kann mir das schon... Also ich will um Himmels Willen das jetzt nicht verteidigen. Keinster Weise. Ich will es nur versuchen zu verstehen. Und ich könnte mir denken, dass das damit zusammenhängt, dass wir durch solche Fälle, wenn also eben solche Verbrechen ja aufgeklärt werden, wenn solche Missstände aufgezeigt werden, wir natürlich erstmal die Firmen oder Geschäfte, die das betrifft, ganz besonders, aber auch wir als Gesellschaft damit konfrontiert werden, wie unzulänglich wir teilweise sind und wie sehr wir uns auch an gewisse Dinge gewöhnt haben und wie sehr wir auch Dinge für selbstverständlich hinnehmen. Und wenn du dann in einer Branche, die du über Jahre hinweg einfach als völlig normal und unauffällig akzeptiert hast, plötzlich von solchen Skandalen erfährst, dann ist das unter Umständen eine sehr, sehr unangenehme Erkenntnis, wenn du wirklich vor Augen geführt kriegst, wie fehlerbehaftet unsere Gesellschaft ist. Insofern könnte das unter Umständen als Erklärung damit zusammenhängen, was es natürlich nicht bedeuten darf, dass das dann legitim ist, solche Menschen irgendwie in die Ecke zu stellen und an den Rand der Gesellschaft zu drängen, um Himmels Willen. Da muss ich aber sagen, gerade bei Apotheken gibt es, glaube ich, auch genügend Apotheker, die dann eher sagen würden, also das ist gut, dass dem Kollegen mal einer auf die Finger gehauen hat und die so einen Mitarbeiter dann durchaus interessant finden würden. Also da wird sicherlich nicht jeder sein, aber gerade bei den Apothekern kenne ich durchaus solche Leute. Und da, also, ja. Ich kann auch kurz sagen, ich habe den Mann ein paar Mal getroffen. Das heißt, der Mann heißt Martin Porwoll, der Whistleblower aus der alten Apotheke. Habe ich das richtig in Erinnerung, Felix, dass das anschließend nicht so einfach war mit der Jobfindung? Ich habe das irgendwo gelesen, aber ich weiß die Quelle jetzt nicht. Es war nicht so einfach, es ist aber tatsächlich einer der ganz wenigen Beispiele, der hat wieder einen Job gefunden. Der ist da auch relativ stabil rausgegangen, nach schwierigen Jahren und so weiter. Ist auch kein einfacher Fall, aber ist tatsächlich jemand, der wieder einen Job bekommen hat, wo ich auch großen Respekt davor habe, wie er das alles gehandelt hat. Ich wollte noch einen Punkt ergänzen, sozusagen. Ich glaube, das stimmt, einem wird vor Augen geführt, sozusagen, was man alles irgendwie falsch machen kann und so weiter. Es hat aber auch ein bisschen mit der deutschen Geschichte und der DDR zu tun, glaube ich. Es wird zumindest immer wieder gesagt, weil es da
die Stasi überall war und man Leute verpetzt hat und so weiter. Mhm. Und das ist ganz tief in unserer DNA, dieses Verpetzen. Man verpetzt niemanden. So, man will nicht der Verpetzer sein. Das steckt, glaube ich, noch tief drin, was natürlich absurd ist, wenn man beobachtet, wie ein Apotheker Krebsmedikamente verkauft, die einfach nicht wirken. So, ne? Dann kann das kein Argument mehr sein. Ich will das noch einmal sagen, dass die eine Komponente ist das Schädigen vom Leben natürlich. Das andere bei dem Fall ist ja auch, dass diese Medikamente unfassbar teuer sind und wir finanzieren die alle als Gesellschaft mit unseren Krankenkassenbeiträgen. Das sind fantastische Summen, die diese Medikamente kosten und der hat dann einen Riesengewinn mit abgeschöpft. Und damit Leute... Menschen schneller sterben zu lassen. Übrigens, das ist wirklich sehr, sehr nieder. Das Zeug, was die Apotheken anrühren, sind meistens die ganz alten Zytostatika. Da ist die Marge nicht so. Also das ist immerhin eine Menge machen davon. Damit Aber das sind nicht die wirklich teuren Krebsmittel. Also das ist was anderes. Übrigens finde ich das, was du gerade angesprochen hast, Felix, auch insofern interessant, weil dieses Denunziantentum auch uns, die wir uns sehr, sehr kritisch mit Rechtspopulisten, mit Verschwörungsmythen und so weiter auseinandersetzen, immer wieder vorgeworfen wird. Wir seien Denunzianten. Und das ist eben auch so ein Schlagwort, mit dem du, wenn du in einer bestimmten Ecke oder aus einer bestimmten Ecke heraus argumentierst, sofort das Totschlagargument hast und sagen kannst, irgendwie, jetzt halt deine Klappe, du Denunziant. Ja. Du bist auch nur ein Verräter. Das heißt also, das ist eben leider eben nicht nur auf Whistleblowing beschränkt, sondern auch auf Menschen, die sich politisch engagieren, auf die Presse. Ja. Presse und so weiter. Und in der Schule, ohne Ende, ich erinnere mich an so viel, ey, du bist so eine blöde Petze, weil du gesagt hast, ja, aber du hast gerade dem die Nase gebrochen. Erinnere ich mich an Situationen, wo wir vorm Rektor standen und danach nochmal auf die Fresse bekamen, weil wir den verpetzt haben. Ja. Und ihr schreibt auch gerade, Kasus Knaxus, die einzigen Prügel, die mein Mann jemals von seinem Vater bekommen hat, war wegen Petzen. Mit der Ansage, in unserer Familie gibt es keine Denunzianten. Oh, krass. Das ist so krass. Das tut mir sehr leid, sowas zu lesen. Oh Mann. Ja, aber ich glaube, Felix, du hast da, das ist ein Knackpunkt, dieses, ja genau, es gibt keine Denunzianten, sowas machen wir nicht, wir sind doch keine Petzen. Stimmt. Igitt, da erinnere ich mich da an ganz viele furchtbare Dinge. Danke dafür. Flo Florida sucht nach dem Verdampfer, bitte postet doch nochmal diesen. Tommy, was bringt das? Ich habe es immer noch nicht verstanden. Danke. Nein, ja. Also, weißt du, es ist ein Salzverdampfer. Ne? Salzwasserverdampfer. Ja, das habe ich verstanden. Ach, du hast es wirklich nicht verstanden? Doch, aber warum machst du das? Warum verdammst du Salz? Das habe ich nicht kapiert. Wegen meiner Corona-Infektion, die ich hatte, die mir immer noch wunderbar den Schleim im Hals sammelt, sodass ich, wenn ich lang sprechen muss, husten muss. Und wenn ich dieses Zeug... Das löst den Schleim? Es löst den Schleim, es ist einfach Salzwasser. Und wenn... Und was machst du die ganze Zeit mit dem Schleim, der sich jetzt löst? Der ist dann nicht mehr feststofflich so richtig im Hals als Klops, dass man sich denkt, spucke ich ihn runter oder spucke ich ihn in die Kamera, sondern es löst sich so und dann kann ich besser atmen. Wie angenehm. Ich dachte, du würdest jetzt die ganze Zeit heimlich immer so Schleimdinger runterschlucken. Nein, das würde ich euch natürlich dann zeigen. Nein, das löst sich dann auf und ich kann dann einfach freier atmen und es geht bis in die Lunge runter und löst halt da irgendwie den ganzen Schleim auch aus der Lunge, den ich dann zu deinem Pläsier nicht hochhusten muss. Genug davon, bitte postet den Affiliate-Link, ich krieg 1.000 Euro pro verkauften Stück. Eine Anmerkung noch? Sehr gern. Vor etwa einer Stunde hatte ich im Chat gelesen und ich weiß, ich sollte lieber nicht mitlesen, aber irgendjemand hatte gefragt, ob der Felix nochmal die Pegasus-Software erklären könnte und ich dachte mir, vielleicht ist das nicht ganz irrelevant, weil das war ja... Das ist diese israelische Spionage-Software. Da hast du quasi so einen Trojaner auf dem Handy und man kann alles mitlesen. Und das funktioniert ziemlich gut. Und der Skandal, den die Süddeutsche Zeitung und die Zeit, glaube ich, aufgedeckt haben, zusammen mit anderen Medien, waren, dass eben ganz viele Sicherheitsdienste, auch der Deutsche, dieses Programm anwendet. Bei wem? Bei dir? Ich hoffe nicht, aber auch bei Journalisten. Nein, man weiß es nicht. Aber es ist halt klar, dass auch Journalisten abgehört wurden. Ich weiß nicht, ob oder in Deutschland. Kann auch sein werden. Also sozusagen das BKA lässt sich da nicht so wirklich in die Karten schauen. Aber das ist natürlich schon sowas, was man als Journalist immer im Hinterkopf hat, wenn man irgendwelchen Quellen verspricht, nee, wir können hier ganz sicher telefonieren. Mhm.
stimmt das denn überhaupt? So, also ich mache mir da jetzt nicht so eine Sorgen, aber wenn es irgendwie um so Sachen geht, für die sich, keine Ahnung, das BKA oder der BND tatsächlich interessiert, dann würde ich mir da als Journalist am Ende nicht ganz sicher, ob ich nicht doch abgehört werde. Das ist diese Pegasus-Spionage-Software. Okay. Musst du ein Burner-Phone dir kaufen? Weißen die doch, oder? Ja, die heißen so. Aber selbst, ich weiß es nicht. Also ich habe echt, also man weiß ja so wenig darüber, wie diese Sicherheitsdienste arbeiten. Also Danger Seeker 77 schreibt, es wurden Telefonnummern veröffentlicht, die Pegasus-Software ausspioniert haben soll. Ja, genau. Genau. Die kennt man. Ja, das andere ist, wenn du die Software auf deinem Gerät findest, weißt du halt immer noch nicht, für wen die da drauf ist. Ach so, okay. Also es ist ein Unternehmen, das die halt an unterschiedliche Empfänger verkauft hat, standardmäßig zur Terrorismusbekämpfung. Das war eigentlich die Idee davon. Mhm. Der Begriff Terrorismusbekämpfung wird nur in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich weit ausgelegt. Wir müssen eine sehr gerne. Gerade zu dem alten Apotheke-Skandal, weil ich habe das per Zufall vor einiger Zeit gelesen gehabt, Holm. Bei Korrektiv haben sie die Schadenssumme für die Krankenkassen recherchiert gehabt. 13,6 Millionen Euro war das, was der Mann. Da muss er aber ganz schön losgepanscht haben. Oh Gott. Also finde ich jetzt schon eine nennenswerte Summe. Ja. Vom Menschlichen nochmal ganz abgesehen, aber da ging es halt auch wirklich auch nochmal, also das wirklich richtig nieder. Also Millionen scheffeln. Auf die Kosten von Menschenleben. Ich saß dem Typen im Gerichtssaal gegenüber. Das war wirklich, man guckt den an und denkt so, what the fuck? Dem Apotheker oder was? Dem Apotheker, ja, der saß da im Gerichtssaal. Und dann sieht man halt diesen Menschen mal und fragt sich wirklich, irre. Alter, wie hast du das gemacht mit deinem Gewissen? Das ist mir wirklich ein Rätsel. Er dürfte keins haben, da kann keins übrig sein. Sonst, also ich meine, wie willst du in den Spiegel schauen? Was vorhin auch durch den Chat flog, als ich hingeguckt habe, war das Thema Zensur. Wollen wir das nochmal kurz besprechen? Ja, lasst uns zumindest mal erklären, was Zensur ist und was es nicht ist. Und das dann, damit wir das im Bezug zur Pressefreiheit einmal gesagt haben. Weil das haben wir ja schon öfter erklärt, aber wer möchte? Alexa, magst du vielleicht mal? Ja, ich glaube, dass tatsächlich Felix das besser könnte, aber ich kann es ja mal versuchen. Also wenn du quasi von staatlicher Seite, wie Felix das ja am Anfang auch beschrieben hast, sagst, dass dieser Artikel, der erscheint jetzt besser nicht, diese Fakten werden nicht veröffentlicht, sondern wir brauchen jetzt ein bestimmtes Narrativ, das stattdessen veröffentlicht werden soll, dann wird der Artikel eben so geschrieben und nicht anders. Das Wort Krieg ist gerade in Russland zensiert, Entschuldigung, aber das ist ein gutes Beispiel. Genau, ja. Das ist Zensur. Also wenn du quasi etwas Schwarzmark hast, nicht veröffentlicht werden. Das Entscheidende ist, dass die Zensur halt vorher stattfindet, also bevor es überhaupt veröffentlicht ist. Weil theoretisch kann natürlich auch ein anderer, ein Artikel auch in einem Rechtsstaat gegen irgendwelche Gesetze verstoßen. Aber dann erfolgt eben die Verfolgung erst hinterher, weil eben der Rechtsstaat erst dann tätig werden kann. Ja. Und es wird nicht vorher kontrolliert, ob da irgendwelche Gesetzesverstöße in zu veröffentlichten Texten drin sind. Genau, also vorher nicht. Zensur ist auch nicht, wenn ich jemandem sage, dass er gerade Scheiße erzählt. Also hier steht Schwachsinn, aber ne, das ist auch nicht Zensur. Zensur ist auch nicht, wenn ich dich auf Twitter blockiere. Das ist auch nicht Zensur. Ich zensiere dich nicht. Du kannst deinen Unsinn überall weiter verbreiten, nur halt nicht bei mir. Nein, das ist dann Cancel Culture. Wenn ich deinen Facebook-Kommentar bei mir lösche. Ja, oder deinen Kommentar in meinem Blog lösche, weil das ist mein Blog. Ja. Und nicht die Öffentlichkeit oder der Staat oder sowas. Genau, das ist nämlich der Punkt. Also wenn jetzt der Staat, du willst etwas veröffentlichen und der Staat verbietet es dir. Das ist Zensur. Zensur, ist das Zensur auch, wenn der Staat jetzt sieht, es wurde etwas veröffentlicht und es dann verbietet? Das ist auch Zensur, oder? Also es ist nicht nur, es kann auch rückwirkend sein. Aber Indizierung ist wieder was anderes, das ist nicht Zensur. Wenn du dein Ab-18-Videospiel nicht spielen darfst, ist das nicht zwangsläufig Zensur. Sondern das heißt nur, du darfst kein Pipi-Kaka sehen. Naja, weil du noch also 15 bist. Wenn du es hinterher, also wenn du beispielsweise in einem Artikel eine Volksverhetzung begehst, ja. Und dieser Artikel, diese Volksverhetzung nachträglich als solche erkannt wird. Als solche erkannt wird und das Buch beispielsweise wird beschlagnahmt, dann würde das ja deine Definition von Zensur erfüllen, was es aber in dem Sinne nicht ist, weil es eben gegen ein Gesetz verstößt.
Ja, genau. Und es verstößt. Ja, gut, aber letztlich sagt natürlich jede Zensurbehörde, ja, wir sorgen ja nur dafür, dass die Texte nicht gegen Gesetze verstoßen. Also, das ist, im Grundsatz, im engeren Sinne ist es, der Begriff Zensur geht nur darauf, dass du sozusagen eine Genehmigung einholen musst, darf ich das veröffentlichen? Die Frage, wie legitim die Gesetze sind, aufgrund derer du etwas nicht veröffentlichen darfst, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Wir haben schon mal zensiert, Alexander und ich. Wir haben, als wir das Stollbuch herausgegeben haben, haben wir eine Stelle tatsächlich zensiert, nämlich die, an der Stoll im Interview den Holocaust relativiert. Und an einer anderen Stelle Volksverhetzung begeht. Ja. Das ist aber nicht zensiert, sondern wir haben einfach eine Straftat nicht begangen, indem wir das in Umlauf gebracht hätten, weil in einem Buch, wo jemand Volksverhetzung in einem Interview macht und du bringst das in Umlauf, bist du erstmal verantwortlich dafür und in dem Fall wäre auch der Verleger dafür verantwortlich gewesen. Insofern haben wir dann diese Stellen mit dem Verweis darauf, das haben wir juristisch prüfen lassen, geschwärzt. Das ist aber nicht zwingend Zensur, sondern hier haben wir eine Straftat nicht begangen. Das ist auch nochmal was anderes. Also das ist auch nochmal ganz wichtig, das sauber zu trennen. Man könnte es als Selbstzensur bezeichnen. Ja, aber aus einem sehr, sehr, sehr guten, stichhaltigen Grund. Unhold Beckmann schreibt, ist die Nichtunterrichtung der Evolutionstheorie, wie sie zum Beispiel häufig in den USA vorkommt, mit Zensur gleichzusetzen? Meiner Meinung nach ja. Aber amerikanisches Recht. Das Vorenthalten von wissenschaftlichen Fakten ist erstmal keine Zensur. Das ist ein bisschen was anderes. Ja, vor allem musste. Das Problem ist ja weniger, dass Evolution nicht unterrichtet wird, sondern das Problem ist ja eher, dass versucht wird, Schöpfungslehre als gleichrangig mit Evolution zu unterrichten. Ja, das hatte ich eigentlich eher im Kopf tatsächlich. Das hat nichts mit Zensur zu tun, sondern im Gegenteil, da müsste eigentlich mal jemand über die Lehrmaterialien drüber gehen und den Mist rausschmeißen. Also, da müsste mal jemand was zensieren da. Wo ich mich jetzt halt frage, ob das in die Richtung gehen könnte, aber ich kenne mich, wie gesagt, mit US-amerikanischem Recht nicht aus, ist dieser berühmte Don't Say Gay Gesetzesentwurf, der ja jetzt durchkommt. Also, dass quasi Kinder im Kindergarten und bis zur dritten Klasse nicht über Gender Identity und Sexual Orientation unterrichtet werden sollen, beziehungsweise die Eltern sehr, sehr klar Mitspracherecht bekommen sollen, was ihr Kind wann erfährt und was nicht. Den besten Kommentar dazu fand ich, da hat jemand getwittert, ich habe die ganze Zeit nur irgendwelches Zeug von cis white males gesehen und bin trotzdem schwul. Finde ich, das erklärt es eigentlich. Aber gut, was weiß ich schon. Interessant dabei ist aber, dass auch da Kulturen natürlich entscheidend ist. Ich habe seinerzeit, als die Simpsons auf DVD erschienen sind, habe ich mir die alle auf DVD gekauft, weil da bei jeder Folge ein Audiokommentar dabei ist. Und ich bin ein riesen Simpsons-Fan. Und ich war irgendwann völlig geschockt, als die Macher von den Simpsons dann in diesen Audiokommentaren davon berichtet haben, wir wollten ja unbedingt, dass dieser nackte Hintern, gezeichnet wohlgemerkt, in der Folge drin ist. Das heißt, wir haben dann den Zensurleuten von Fox vier Gags reingeschrieben, wo uns klar war, das werden sie zensieren und dann ist der nackte Hintern nicht mehr so schlimm. Das habe ich mir dreimal angehört und da wird quasi senderseits, und das nennen die auch so, tatsächlich schon Zensur betrieben, damit man aber hier in dem Kontext keinen Ärger hat oder nicht gesellschaftlich anstößige Sachen auf dem Sender verbreitet. Aber da war ich vollkommen geschockt, weil ich natürlich die Simpsons für völlig anarchisch halte und die natürlich sehr viel vom American Way of Life natürlich kritisieren, also den Finger in viele Wunden reinlegen. Und die sprechen da in ihrem Selbstverständnis als Medienschaffende völlig normal, lapidar über die Zensur, die sie bei ihrem Sender natürlich immer durchlaufen müssen. Ja, aber it was censored ist auch schon eine andere Begrifflichkeit als unser deutsches, oh Gott, wir werden zensiert. Ja, ja, ne? Ja. Aber deswegen sage ich, es ist ja eine kulturelle Geschichte. Ja. Also da ist es halt Usus, dass man das auf alle Fälle macht. Genau. Es wird mit Sicherheit, Tommy, du wirst das besser wissen als ich, aber es wird mit Sicherheit, also ich weiß, dass es auch bei deutschen Fernsehsendern die Geschichten gibt, dass natürlich man sagt, das können wir aber nicht senden. Das können wir nicht machen. Wir hatten einen interessanten Fall, der mich heute noch ärgert. Wir haben in einer Bernd das Brot Nachtschleife die Geschichte von Deutschland erzählt. Parodiert natürlich, ne? Also so Mel Brooks-esque oder Sketch History-artig. Und natürlich darf Hitler nicht fehlen. Wir wollten aber eigentlich Hitler nicht machen, also haben wir Charlie Chaplin als der große Diktator gemacht. Das heißt, du siehst
Bernd das Brot erst als Charlie Chaplin in dem Kurzfilm Easy Street. Und dann plötzlich sagt, also erst spricht er natürlich nur in Zwischentiteln und plötzlich sagt er, ich fühle mich seltsam. Und dann ist er plötzlich Charlie Chaplin als der große Diktator und tanzt eben mit dieser aufgeblasenen Weltkugel und sagt auch nur, ja, so, sehr lustig und wird dann von Leuten, die die Alliierten repräsentieren, verprügelt, weil er denen dauernd auf den Fuß tritt. Also sehr harmlos. Und tatsächlich hat sich irgendwer, wir wissen, ich weiß bis heute nicht, ob es der Rundfunkrat oder irgendein sonst wer, Politiker, keine Ahnung was, ich weiß nicht wer, hat sich so wirkungsvoll beim damaligen Kinderkanal, Chef, bla bla und so weiter, beschwert, dass der Kinderkanal diese Nachtschleife abgesetzt hat. Weil wir Witze über Adolf Hitler mit dem Vehikel Charlie Chaplin gemacht haben. Das finde ich nach wie vor empörend. Empörend. Es ist jetzt vorbei und die jetzige Chefin des Kinderkanals hätte das niemals gemacht, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Man hat das vielleicht auch aus Angst gemacht oder weil man irgendwie erstmal das machen wollte. Ich war nicht in keinster Weise involviert. Ich habe nur gesehen, dass es passiert ist. Ich weiß nicht, wer es war. Ich weiß nicht, wie groß diese Beschwerde war. Ich kann nur sagen, aus meiner Warte, ich finde es zum Kotzen. Nach wie vor werfe aber den Leuten, die jetzt da im Kinderkanal sind, nichts vor. Aber damals war ich wirklich stinksauer, weil ich finde, das ist das absolut Falscheste, was man nur machen kann. Ja, und das würde ich, da habe ich auch von Zensur gesprochen, was es irgendwie nicht wirklich ist vielleicht, aber boah, war ich sauer. Jetzt bin ich schon wieder sauer. Krass. Bernd das Brot. Gibt's auf YouTube rein zufällig, findet sich das auf YouTube tausendfach. Seltsam. Wie das nur passieren konnte. Jede Nacht lädst du das Thema hoch. Ne? Ja, gut, ich mal. Nein. Florian Spitzer fragt, hat Felix schon in Ländern recherchiert, bei denen er deswegen dort im Gefängnis hätte landen können? Ja, in China ja. Also in China waren wir ja nicht als Journalisten eingereist. Mhm. Aber selbst wenn, hätte man euch dann vielleicht verhaftet. Ja, ich glaube, man hätte uns rausgeschmissen. Also sonst, also unsere realistische Einschätzung, aber man weiß es ja nie so genau in China. Man ist eben irgendwie der Willkür ausgeliefert. Mhm. Aber wir haben es ja vorher sozusagen versucht, den Worst Case einzuschätzen. Und wir dachten, der Worst Case wäre, dass sie uns rausschmeißen und vielleicht auch noch die Korrespondenten der mit uns verbandelten Medien. Aber wir haben nicht damit gerechnet, dass sie uns in den Knast stecken. Ansonsten hätten wir, die Reise gar nicht unternommen. Ja, ich glaube, da würde, also wenn man anfängt, westliche Journalisten einzusperren wegen ihrer journalistischen Tätigkeit, dann hast du halt schon einen riesen diplomatischen Knatsch am Hacken. Also das, wenn es jemand mitbekommt. Dann sind wir wieder bei der Harmonie, also dann versucht man das schon irgendwie zu regeln, dass die Leute anderweitig zum Schweigen gebracht werden. Also das, Also ich habe ein paar Berichte gesehen von Journalisten, die darüber berichten, dass sie nach China gefahren sind. Und da ist es dann häufig eher so, dass du halt einfach Leute die ganze Zeit bei dir hast. Also du bist dann in so einem Reisebus und da sind immer fünf Leute, die hinter dir sind und dann genau gucken, wo du Fotos machst. Und dann auch im Grunde genommen, wenn du an einer Stelle Fotos machen willst, wo du es nicht sollst, die sich dann zufällig vor dich hinstellen und anfangen mit dir zu reden. Also die machen das dann eher elegant, wenn sie wissen, dass du Journalist bist und die dich da bremsen wollen. Ich glaube, wir sollten auch nochmal eine extra Folge machen, vielleicht mit ein paar von meinen alten WeggefährtInnen zum Thema Meinung und Comedy, fällt mir gerade ein. Weil da... Was darf Satire? Was darf Satire, genau. Da laden wir dann die Dieter Nuhr ein. Super. Und die Eckart und alle meine Freunde. Mach das nächste Woche, da kann ich gerade nicht. Das ist eine gute Idee. Nee, keine Sorge. Da fehle ich dann gerne mal. Nee. Mann. Ja, also, ich finde, das war eine gelungene Sendung. Ich würd gerne noch eine Cook-Empfehlung aussprechen. Ja. Und zwar, wenn ihr irgendwie könnt und euch auch was auf Englisch durchlesen und angucken wollt, lest die Recherche von der New York Times zu Tucker Carlson und seiner Rhetorik, die haben. Ja. In zusammengeschnittenen Wortbeiträgen, grafisch und in schriftlichen Beiträgen, ganz kurzen, zusammengetragen, was für Narrative er bringt, wie oft er sie bringt, wie oft er sich Gäste mit anderer Meinung einlädt und haben wirklich, also ich glaube 800 Sendungen oder so von seiner Show da sich angeguckt. Sag und die mal, ausgewertet. Wer Tucker Carlson ist, für alle, ja, Tucker Carlson von Fox News, der Host von Tucker Carlson Tonight,
einer ja, leicht tendenziösen, ganz subtil tendenziös, aus dem Trump-Feld oder ins Trump-Feld zu verlagernden Sendung. Und während ja Trump wirklich die Medien in den USA sofort diskreditiert hat, wo er nur konnte, von Fake News Media gesprochen hat, so sehr, dass CNN sich quasi tätlichen Angriffen ausgesetzt sah irgendwann, hat er natürlich Fox hofiert. Und wenn er irgendwo aufgetreten ist, dann am liebsten bei Fox. Und Tucker Carlson ist am Schluss auch das nicht mehr. Aber Tucker Carlson ist jemand, der diese christlich-rechte Agenda, also derartig pusht und übrigens auch vom großen Austausch laselt in seiner Sendung. Und die haben sich das wirklich angetan und haben diese Sendung ausgewertet, haben geschaut, wie die sich über die Jahre entwickelt hat. Und das ist sehr, sehr spannend. Jetzt wird hier geschrieben, Lydia wäre so still gewesen. Siehst du das auch so, ja. Lydia? Das ist jetzt schwer zu sagen, ist ja subjektiv. Ne? Es gibt bestimmt Sendungen, wo ich mal mehr sage, aber ich finde immer, wenn ich wollte, habe ich ja was gesagt. Genau, so ist es nämlich. Und für alle, die das Gefühl haben, heute mehr Lydia zu wollen, die Vampirfolge gibt es, die gibt es auf YouTube zu finden und ich empfehle sie sehr. Ich habe auf Twitter gelesen, es gibt Menschen, die gucken sich die Lydia ohne Scheiß einmal pro Woche an. Wow. Um dann einfach, um sich danach besser zu fühlen. Das finde ich den Oberknaller. Es ist auch wirklich nach wie vor, glaube ich, die lustigste Folge, die wir jemals gemacht haben. Und ich wollte dir an der Stelle direkt mal beichten, ich habe in die neueste Ghostsitter-Folge eine Smorra reingeschrieben. Oh mein Gott, wie cool! Ja, als klein, so ein kleines Mädchen, das eine Nachricht überbringt. Cool. Eine Smorra, die, ja, so wie ich sie mir halt vorgestellt habe. Und es wird auch kurz darauf hingewiesen, irgendwie, dass man irgendwas nicht machen darf jetzt. Und ja, also vielen Dank dafür. Cool. Das hätte ich ohne dich, hätte ich nie von der Smorra erfahren. Und Felix, wenn dir mal langweilig ist oder du bist mal ganz down, dann googelst du mal auf YouTube Ferngespräch Vampire und spulst so ab der Hälfte, ich weiß nicht genau, wo es ist, aber irgendwie sowas, da geht es erst um Lydias Oma Bartori. Und die nicht so hieß. Die nicht so hieß, aber in unseren Hirnen genau das ist. Und später geht es dann darum, da versucht dann Lydia, während sie einen 10-minütigen Lachkrampf hat, uns zu erklären, was man gegen eine Smorra tut. Ich werde es sofort googeln. Das ist eins der lustigsten Dinge überhaupt. Die gibt es auch als Podcast und da kann ich nur sagen, guck, wo du sie hörst, weil da Menschen auch berichten, es gibt ja auch die wöchentlich als Podcast hören, nicht nur auf YouTube gucken und die sagen dann immer, dass ihnen das dann sehr peinlich ist, weil sie jedes Mal Lachkrämpfe kriegen und die Leute sich dann wundern, warum sie völlig beseelt, lachend, entweder im Supermarkt oder in der U-Bahn oder sonst wo sind. Also das, teile dir das ein, wo du das guckst, weil du kriegst deine Emotionen unter Umständen nicht in den Griff. Jetzt dabei. Schreiben hier Leute, nein, man muss sie ganz hören. Also gut, also von mir aus. Ja. Okay. Die beste Aber dazu Folge. Noch eine kleine Anmerkung. Ich freue mich immer total, dass es wirklich so die bestgelaunte Sendung auch geworden ist, weil da so viel meiner Kindheit auch eingeflossen ist. Und das ist ja das Schöne. Das klingt ganz komisch. Ja, nee, aber die lustigen Anekdoten, die Leute dann immer Geschichten erfinden lassen. Aber trotzdem wollte ich nur sagen, weil wir am Ende immer noch auf Dinge hinweisen und heute der 3. Mai ist. Also es gibt jetzt sehr bald ein Geheimnis, das ich lüften werde und voraussichtlich wird das nächste Woche sein. Ihr werdet von diesem Geheimnis, das noch ein Geheimnis ist, erfahren über Twitter, Instagram und Facebook. Also gerne mal hinschauen. Wann? Hat auch an was welchem mit Tag Moras genau? Zu tun. An welchem Tag? Ja, ich weiß es noch nicht ganz genau, an welchem Tag. Also achtet einfach mal ungefähr in den nächsten 7 Tagen auf meine Facebook-Kanäle. Und Instagram täglich. Und Twitter. Stündlich dann aber, ne? Also ich meine, es kann jederzeit passieren. Nein, aber ihr könnt also auch in der Woche könnte sein, dass der eine oder andere das dann auch retweetet. Also. Ja, genau. Hier schreibt jemand, diese Folge bei Verputzarbeiten zu hören ist sehr gut. Ich hoffe, das ist kein, dass der Stuck einigermaßen so geworden ist, wie du es dir vorgestellt hast. Das sollten wir ja nochmal überlegen, einen Beipackzettel für diese Folge zu schreiben. Risiken und Nebenwirkungen. Gut geeignet für. Und Lesensfreude empfiehlt auch die Schwurbel-Medizingeräte-Folge definitiv. Also die muss man, also so sehr ich das Podcast-Format schätze, da haben wir ausnahmsweise dann auch Bilder eingeblendet gehabt und dieses Gerät, ich weiß nicht, für Pferde, gegen Pferde, ich weiß es nicht. Mit Pferden, man weiß es nicht. Das lohnt sich schon, das gesehen zu haben, das muss ich schon auch sagen. Das stimmt. Das auch die Gesichter, als wir es gesehen haben. Also das ist eigentlich, ich weiß gar nicht, ob das Pferd lustiger war oder unsere Gesichter. Nudel 1 bis 4, sage ich nur. Ja. Genau.
So, warum bin ich immer bei so ernsten Themen dabei? Ich will auch mal sowas machen. Ja, weil du halt nur so ernsten Scheiß machst beruflich. Also außer du hast, also du bist jederzeit eingeladen, nicht jetzt, aber direkt jetzt im Anschluss, wenn wir abschalten, Themenvorschläge zu machen, die du als unterhaltsam empfindest und bei denen du was beitragen kannst. Da freuen wir uns sehr. Und der Chat freut sich auch, weil die mögen dich alle. Ich überlege mal was maximal Unseriöses. Felix, komm öfter. Steht jetzt hier. Was ist eigentlich mit Lydias neuestem Buch, wird hier geschrieben. Das wüsste ich auch gerne. Aber ich sag mal so, es wird erscheinen. Aber sagen wir mal so, und wenn es das Letzte ist, was ich tue, dieses Buch wird irgendwie erscheinen, ja. Okay, das ist doch mal eine Ansage. Dasselbe sagt man ja auch über euer Schwabenland-Buch, oder? Wir haben heute vor der Sendung wieder eine Videokonferenz zu dem Thema gehabt. Wir sind dran. Da passieren Dinge. Es passieren sehr konkret Dinge. Und da wird es demnächst auch was zu sehen geben, aber nicht binnen den nächsten 7 Tage. Aber da gibt es auch demnächst was zu sehen sogar zum Neuschwabenland. Es ist unfassbar. Dann bleiben uns noch mehrere Dinge zu sagen. Achtung, ich sag's jetzt schon mal. Ja, an all die vielen wunderbaren Menschen, die jetzt zuschauen. Jetzt kommt ein Werbeblock. Der beginnt damit, dass Felix Robeck ein ganz großes, ist das ein Startup? Kann man sagen, oder? Ein ganz großartiges Startup hat oder dabei ist und das heißt Let's Flip. Und da sagt er euch jetzt mal kurz, was das ist. Das heißt letsflip.de auf der Website und wir decken Greenwashing auf, weil wir das ganz scheußlich finden, wenn Leute so tun, als wären sie grün und in Wahrheit machen sie Scheiße. Wir sagen aber auch, wer es besser macht. Also es ist so eine Mischung aus kritisch-konstruktiv und wenn man wirklich die Wirtschaft irgendwie ein bisschen geiler machen will, dann versuchen wir so der Lotse zu sein, der einen da durchführt. Und wir haben 2-wöchentlichen Newsletter und den kann man abonnieren und manchmal machen wir auch so abgefahrene Projekte wie Sneaker durch die ganze Welt jagen mit GPS-Sendern drin, um rauszufinden, was wirklich mit unseren alten Schuhen passiert. Genau. Also sehr, sehr zu empfehlen, der Newsletter. Und wir werden bei Wild Mikes demnächst 2 Termine bekannt geben, wo wir mal gucken, ob nicht die wunderbare Ale Drexler und der Felix Robeck zusammen einen Let's Flip-Stream machen können und wollen. Also wollen sie, können sie auch. Ob es euch gefällt, davon gehen wir fest aus. Aber das probieren wir jetzt einfach mal aus und dann schauen wir mal, wer uns dann dafür Geld gibt, stellen fest, es gibt niemanden und hören damit wieder auf. Also so weiter. Gibt es denn demnächst noch mal so eine Let's Flip Box? Die fand ich ja auch ziemlich geil. Ja, du kannst es gibt noch ein ganz paar, aber nicht mehr viele. Ja, also, eine neue, meinst du? Nee, ja, nee, aber es gibt was anderes, aber das ist so ein bisschen, da muss ich auch so ein Geheimnis drum machen, wie Lydia eben. Aber wir haben ja diese riesen Sneakerjagd gemacht, wo wir gelernt haben, was Nike macht, ist alles Mist und so. Und jetzt bauen wir selber eine Lösung, was man als Journalist eigentlich niemals macht. Und ich kann auch noch nicht ganz genau sagen, du machst was die Schuhe? Lösung ist, aber es wird geil. Vielleicht. Aber. Wie geil. Und ansonsten gibt es eine Box, dann offensichtlich gibt es die dann noch, wo man tatsächlich nachhaltiges und wirklich nicht greenwashed, sondern gutes Zeug drin hat. Das fand ich ziemlich spannend. Mir haben die Schoko-Eislöffel gut gefallen. Das, toll. Das war ziemlich geil. Es gab doch 2 Geschmacksrichtungen, oder? Ja, welche mochtest du lieber? Ich bin ja eher für Süße. Ich glaube, es gab die etwas Schoko, herb. Ne? Ja, die finde ich cool. Sehe ich genauso, die sind geil. Ja, große Freude. Felix war auch mal freitags bei Dan und Steffen, das war auch eine super Sendung. Holm, bei dir gibt es nach wie vor das Buch Fakt und Vorurteil, das wir wirklich nicht genug loben und empfehlen können hier, weil es wirklich Menschen schon geholfen hat mit ihren Schwurbel-Nachbarn, mit ihren Schwurbel-Chefs, mit ihren Schwurbel-Verwandten und Co. klarzukommen oder wenigstens mit dem Gedanken klarzukommen, vergiss es. Auch das kann eine Hilfe sein. Hier ist es. Fakt und Vorurteil. Ganz großartig. Ein wirklich, wirklich, wirklich rundum tolles, grundes, ganz toll gelungenes Buch. Und wenn ich das richtig deute, Alexa, nachdem du mich heute nach schallisolierenden Objekten gefragt hast, kann ich davon ausgehen, dass das Hörbuch dazu in Arbeit ist. Ja, das wird vertont, das Buch. Und zwar nicht nur von mir alleine, genau. Sondern auch von Holm und Ulrike. Ui, super. Freue ich mich sehr drüber. Sprecht ihr euch dann selbst, oder? Im Grunde ja, kann man sagen, genau. Ne? Ich hätte ja eigentlich die Idee, dass Holm Ulrike spricht und Ulrike Holm, aber das kam nicht so gut an, die Idee. Ja, damit warum du den mal Holm sprechen kannst. Damit nee, du auch ich habe damit nichts. Ich versuche diesen kleinen Anklang von ich bin doch aus Österreich zu imitieren, dann, Dann, das ist jetzt mein letzter Hinweis. Also, ne, ihr müsst jetzt eigentlich
alles bei Let's Flip angucken, die Box bestellen, außerdem stündlich bei Lydia bei Facebook, Twitter und Instagram gucken, ob es was Neues gibt, ebenso bei Hoaxilla. Und das alles tut ihr, während ihr diesen Kaffee kauft und dann trinkt. Denn das könnte dich vielleicht tatsächlich interessieren, den kannst du mal hinterher recherchieren, Felix. Denn Caventura bezahlt den dreifachen Fairtrade-Preis an die Kaffeebauern. Und der Witz ist, dass sie deswegen kein Fairtrade-Siegel bekommen, was ich irgendwie total witzig finde. Ja, weil Fairtrade halt da diese bestimmten Regularien hat. Und ja, das... Darf man nicht zu viel bezahlen? Ja, genau. Man darf nicht zu viel bezahlen, sonst kriegt man dieses Ding nicht. Genau, also der Ferngespräch-Kaffee, das läuft hier auch immer mal wieder durch, den kann man bestellen. Und davon geben wir dann bei Sendungen, wo wir halt nicht das Glück haben, dass Daniel Gehrer und Co. uns unter die Arme greifen, dann alle Vierteljahr oder so eine kleine Ausschüttung raus. Und dann bekolmen Holm. Lydia und Co. hoffentlich ein bisschen mehr als 3,50 Euro, wovon sie dann einmal Eis essen können. Oder vielleicht auch fünfmal. Wir wissen es noch nicht, was dabei rauskommt. Würden uns aber freuen, wenn ihr diese Idee unterstützt, indem ihr diesen Kaffee oder diverse Tassen und andere Objekte kauft. Oder einfach alles. Und das Letzte, was ich jetzt noch hinweisen muss, heute ist was los. Let's Flip ist nominiert oder vorgeschlagen? Nominiert. Nominiert für den Grimme Online Award. Yes. Und da wir es nicht sind, finde ich, sollte Let's Flip den bekommen. Und ihr könnt da teilen, genau. Genau. Ihr könnt da mithelfen. Hier wird gerade der Link gepostet, das Voting. Ballert bitte alle Menschen, die jetzt da gerade zuschauen und die den Felix auch nur ansatzweise nett fanden. Einfach da drauf und stimmt einmal für Let's Flip ab. Ihr könnt auch, wenn ihr den Felix doof findet, aber das, was Let's Flip macht, gut findet, dann könnt ihr das auch, also ja, genau. nur genau. Macht's nicht an Felix, sondern vielleicht sogar auch am Inhalt fest. Genau, und auch wenn ihr den Inhalt doof findet und den Felix, aber uns gut. Trotzdem, genau. Wir möchten, also ich sag's jetzt mal ganz einfach so, ich möchte gerne, dass die Fans vom Ferngespräch dafür sorgen, dass Let's Flip diesen Award bekommt, egal ob ihr das gut findet oder nicht. Genau. Natürlich werden wir die Neuigkeit von Lydia bekannt geben. Selbstverständlich werden wir das machen. Ja. Ich hätte da drei Dinge noch ganz kurz, die ich vielleicht. Zum einen habe ich den. Oh, das sieht man gar nicht, ne? Super. Mhm. Den Florian Spitzohr getroffen. Was ich hier in der Hand halte, ist eine 1x1-Fliese für alle, die Lego-Steine kennen. Die mit das unserem ist ein Lego-Schiefer-Untersetzer. Das ist ein Lego-Schiefer-Untersetzer. Den habe ich am Sonntag bei einer Veranstaltung, wo die beiden waren. Florian und seine, ich hoffe, Frau ist der richtige Ausdruck, oder Lebensgefährtin, however, mir geschenkt. Ich habe zwei von diesen 1x1-Fliesen Schieferuntersetzer. Ich bin sehr, sehr glücklich darüber. Also dafür nochmal vielen Dank, die halte ich hier in Ehren. Dann am 31. Juli um 15.20 Uhr kann man auf dem History Channel Nazis in Neuschwabenland Hoaxilla Animation sehen. History kooperiert, zeigt die Folge, die es ja schon mal als Silvesterpremiere gab, im linearen Fernsehen. Da freuen wir uns drüber. Und wenn da ganz viele Leute zugucken und im Vorfeld auch bei History so ein bisschen Rabatz machen, könnte das vielleicht gar nicht so schädlich sein, wenn die merken, dass das eigentlich ganz geil ist. Und also eine zweite Folge machen. Eventuell. Oder auch eine dritte oder vierte oder fünfte oder die ganze Staffel, die wir ja im Grunde genommen schon geplant haben. Das noch als Hinweis. Und das müssen wir heute ankündigen, weil sonst kriegt Daniel Gera einen Anfall. Am 18.05. Gemeinsam mit der Jeff machen wir einen offenen Workshop, wo auch alle Ferngesprächszuschauer mitmachen können. Da wird es um antisemitische Chiffren gehen. Mhm. Wir werden uns noch mal um Rechtspopulisten kümmern. Wir haben ja gerade den Angriff auf das Bockhaus in Wien erlebt, wo Flüchtlinge waren und Rechtsradikale das Haus im Grunde genommen gestürmt haben, die Leute bedroht haben, Flyer geworfen haben. Wir werden uns damit noch mal beschäftigen. Wir werden uns auch anschauen, wie ist es mit Pressefreiheit. All das in einem offenen Workshop. Der wird am 18.05., ich vermute so irgendwie 18.30 Uhr, 19 Uhr sein. Die genaue Zeit wird natürlich noch bekannt gegeben. Da gibt es auch demnächst noch so einen kleinen Trailer, der dann durch die sozialen Netzwerke geht. Aber es ist ja öfter gefragt worden, ob wir diese Schulworkshops, die wir machen, und Schüler- und Studentenworkshops, ob man das sich öffnen kann. Und der Daniel macht das jetzt möglich. Jetzt sag mal, Lydia, jetzt fällt mir gerade ein, du machst doch auch wieder Auftritte, oder? Ach ja, stimmt. Ich bin auf Vortragsreise nach. Ja, magst du vielleicht mal, Zeit. Magst du da vielleicht gefälligst mal sagen, wo man dich demnächst sehen kann?
Um genau zu sein, wüsste ich das auch gerne, jetzt wo du es ansprichst. Spitze. Hier wird aber gerade ein Monster an Links zu dir gepostet. Das heißt, wenn ich auf jutjabenike.de gehe, sehe ich das. Da stehen die Termine. Ich gucke immer am Anfang der Woche, wo ich am Ende der Woche sein werde. Also. Und wo bist du jetzt? Jetzt bist du Anfang der Woche. Wo bist du Ende der Woche? Dieses Wochenende habe ich keine öffentlichen Vorträge, sondern ich werde tatsächlich im Ausland sein. Aber ich verrate jetzt nicht konkret wo, weil ich sowas immer erst hinterher verrate. Und da werde ich aber dann eine Fortbildung geben für die Polizei. Yay. Nein. Doch. Ui. Doch. Krass. Sehr gut. Dann, glaube ich, haben wir tatsächlich alles geschafft, dass ihr alle meine Hörspiele hören müsst. Das nehmt ihr jetzt einfach mal so hin. Und ich danke euch. Wissen wir schon, was wir nächste Woche machen? Holm, Alexander? Ist der Herr Cunning nächste Woche? Nein, wissen wir nicht. Und ich bin nächste Woche gar nicht da. Dann machen wir irgendwas über dich. Das wäre auch nicht schlecht. Okay, also wir wissen es noch nicht. Bitte keine Vorschläge, die werden eh nicht gehört und Gästevorschläge werden auch ignoriert, wie wir halt so sind. Aber für Felix Rohrbeck abstimmen, für Let's Flip meine ich natürlich. Und das muss drin sein. Vielen, vielen Dank. Danke dir, Felix, das war super. Komm bitte wieder, egal zu welchem Thema. Sehr gerne. Bis bald. Ciao. Tschüss. Tschüss.